sind online und sind scharf. Jens? So, einen wunderschönen guten Nachmittag. Man müsste jetzt einen Bildschirm sehen mit ganz vielen gleitenden Durchschnitten, einem Regenbogen, der sich da Das aufspannt. ist so. Das ist der Chart von Martha. Ich habe jetzt allerdings an der Stelle mal eine Frage. Irgendwie ist das ein bisschen komisch. Ich kann nichts hören. Ja, ich kann nichts hören und ich weiß nicht warum oder woran das liegt. Kann man mich denn hören? Kann man mich verstehen? Ja, Also interessanterweise ist sehr es so, gut. ich habe gerade eben schon hier eine Stimme gehabt, ja, auf meinem Kopfhörer. Das heißt, also eigentlich müsste ich verstehen. Hallo, Okay, Jens, also das Chris ist schreibt, er kann Martha. mich hören. Kannst du auch mal was sagen, Chris? Und dann vielleicht sagen, ich habe etwas Natürlich. gesagt, weil wie gesagt, ich bin etwas irritiert. Wie gesagt, Jens, ich höre dich Ich höre wunderbar. nichts. Also Das ist außer eigenartig. mein Lautsprecher hier bei mir. Aber wir hören dich, Jens. Martha hört dich, ich höre dich Okay, und die also hören kann man. Das ist schon Webinar-Teilnehmer, mal gut. denke ich, Das ist auch auch. alles okay. Auch das ist gut. Aber wie gesagt, also ich kann euch nicht verstehen. Martha ist leise. Also Martha hat jetzt schon was gesagt. Okay, jetzt muss ich mal ganz kurz hier Ich gucken. habe Also, ganzen ja, Vormittag dann muss ich mal geredet. hier mal ein bisschen. Redet doch einfach schon mal los. Ja, Genau, ja. genau. Startet einfach mal durch. Ich kann, wie gesagt, aktuell nichts hören, aber ich werde das hier schon irgendwie beheben können. Hoffe ich jedenfalls. Genau, gib mal Bescheid, wenn du uns hörst. Martha, du warst gerade schon am Covern und Analysieren, sehe ich, oder? Ja, ich habe vorhin British Pfund Schweizer Franken Short abgefeuert. Der ist ja schön hochgekommen. Dann hatte ich ein schönes Momentum gehabt und dachte eigentlich, vielleicht reicht das mal aus. Ich habe ja auch hier meine Währungsstärke Indie auch mal Screenshot gemacht. Da hat mir sogar mein Indie gesagt, verkaufen. Okay. Ja, und dann hier sieht man es ja auch und das habe ich ja auch gemacht. Ich habe aber allerdings, also ich habe ganz schnell auch meinen Stopp nachgezogen und bin dann ausgestoppt worden und habe kleine Mini-Teilverkäufe mit 0,05 Lots durchgeführt. Und jetzt sehe ich gerade, ich habe auch noch den British Pfund Schweizer, British Pfund australischen Dollar abgefeuert, aber der kommt jetzt mir zu stark zurück, der wird jetzt, der fliegt jetzt raus, sonst bin ich im Minus. Euro, Neuseeland Dollar, bitteschön, hat unser Ziel erreicht. Ja. Hast du den, war das ein Take-Profit, den du da hattest? Ja. Genau, das war Punkt. Ich meine, Euro hat ja eh Turbulenzen gezeigt. Da ging es um Statements von der EZB, die da Genau. zwischenzeitlich kamen, die eine Übertreibung im Eurokurs sahen. Und da ging es mal ganz schnell 40, 50 Pips runter und wieder hoch. Also sehr, sehr volatile Action. Also das hat wirklich beim Euro richtig krass eingeschlagen. Und witzigerweise, der ein oder andere wird sich vielleicht erinnern, wir hatten ja heute Morgen die FTSE-Vektorlogik, die sah ja am Tief bei 16,66 heraus. Und wir waren, glaube ich, jetzt im Tief, lassen wir mal schauen, bei 16, also unglaublich, hätte es heute Morgen nicht gedacht, dass wir so einen Absturz haben. 16,62 war es. Also tatsächlich ein Volltreffer in der FTSE-Vektorlogik. Sehr schön, sehr schön. Aber das Momentum ging ja auch durchweg nach unten den ganzen Morgen. Und dann gab es noch den Final Spike eben mit dem EZB-Statement, also wirklich der Knaller. Jetzt haben wir auf 14,30 noch News. Also wie gesagt, wirklich, wirklich reichlich Action. Ich kann an der Stelle jetzt irgendwie sagen, ich kann euch jetzt auch hören. Das hat damit zu tun gehabt, ich habe hier zwei Möglichkeiten für den Audio-Output gehabt und ich hatte natürlich die gewählt, auf der ich nichts höre. Also, jetzt bin ich da. Hallo. Wie das immer Hallo, so ist. Jens. Genau, Deswegen habe ich Martha. gestern mit Christian Soundcheck gemacht, damit es Genau. keine Pannen gibt. Aber ist ja auch nicht schlimm. Okay, Nee, perfekt. ich bin Jens, du hast schon den Aufzeichnen-Button gedrückt und bist schon scharf, was das angeht. Oder sind wir schon online alle? Wir sind alle online, wir können Bilder sehen und Aufzeichnungen läuft auch, also alles bestens. Und ich höre, Super, das ist noch super. viel, viel Super und du faszinierender. hast. Viel faszinierender. Na, ich sage danke an der Stelle. Ich hatte es heute Morgen ja schon kurz angedeutet. Meetingstechnisch bin ich dann mal offline und Jens ist wunderbarerweise, wie gesagt, ein Fels in der Brandung, der auch heute hier sozusagen das Webinar am Nachmittag ein Stück weit mitstemmt und den Markt covert. Mit dem bunten Regenbogen wohl bemerkt, Jens, ne? Ich hoffe, du kommst mit den vielen Farben klar. Also ich bin auch ein Reiter des Regenbogens. Also ich bin da komplett und breit aufgestellt. Das ist schon mal gut. Also das macht dir keine Angst. Das ist super. Wie gesagt, mit Martha haben wir heute Morgen schon ein bisschen was besprochen. Es gab ja jetzt, das hast du aus fundamentaler Sicht sicherlich auch mitbekommen, dass es da kurz einen Euro-Schwupp gab, weil die EZB-Ratsmitglieder da eigentlich nur ein Nebenstatement abgaben in Sachen mögliche Übertreibung beim Euro. Aber es führte gleich mal zu einem richtigen Swoosh nach unten, als das publiziert wurde hier um die Mittagszeit. Aber mal gucken, was geht. Jetzt haben wir 14:30 gleich noch die News. Ich melde mich dann ab, weil 14:30 beginnt das Meeting.
Da würde ich dann sagen, ich stoße dann einfach später noch dazu und melde mich im Chat. Jens, einfach mal ein Auge drauf haben. Und ich sag mal, ich wünsche euch jetzt auf jeden Fall frohes Schaffen. Unterhaltet mal den Markt sozusagen oder covert ihn. Und du und Jens, beziehungsweise Martha vielmehr und Jens, sind ja in Anführungszeichen schon ein Team. Ihr habt es ja schon mal zusammen auch ein Webinar gehabt, richtig? Da ging es um eine ähnliche Vertretung. Nee, da konnte ich nicht aus gesundheitlichen Gründen Ach, da. leider. Stimmt, Ja, das war da hatte ich mir, geplant. ja, das war geplant, aber ich habe meinen Rücken mal wieder gehabt. Ich kann auch nicht so lange sitzen. Ich habe zwei Bandscheiben-OPs schon gehabt durch meinen Job bedingt. Und wenn ich den ganzen Tag am Computer sitze und da ging es wieder los, ja, und da konnte ich nicht. Da habe ich auch eine längere Pause eingelegt. Ja. Verständlich, verständlich. Aber wir sind Ja, uns Jens, wie doch gesagt. trotzdem schon mal begegnet, also auf der Ah, WOT. das ist das. Auf der WOT habe ich dir auch zugehört mit deinem DAX-Trading, was bei mir absolut nicht klappt. Ach ja, So ein das DAX, du, der lässt sich auch ganz gut bändigen. Also der ist allerdings nicht so ganz der Rainboy-Freund. Also den muss man ein bisschen anders bei den Das Hörnern stimmt. packen. Ich habe 4 Jahre lang probiert und hat es bei mir nicht funktioniert, aber ich gebe nicht auf, habe ich gesagt. Und ich werde für mich wieder, also was heißt wieder, mal versuchen, was zu entwickeln. Du wirst Da den bin ich Bullen aber reiten, ich habe das schon verstanden. Ja, ich reite Bullen generell, ja. ja. Da seid ihr euch ja alle schon mal einig. Das ist ja schon mal wunderschön, dass ihr da im Gleichlaut unterwegs seid. Also da bin ich ja guter Dinge. Also wie gesagt, bleibt's anständig. Ich wünsche euch eine schöne Natürlich. Session. Ich komme am Nachmittag, also ich denke mal, eine Stunde wird es wahrscheinlich locker dauern, komme ich nochmal dazu, um sozusagen Ja, sehr den schön. US-Opening mitzunehmen. Und dann sage ich euch erstmal danke, melde mich wie gesagt gleich ab, wünsche den Teilnehmern auch viel, viel Spaß. Wie gesagt, ihr habt es ja schon gemerkt, das ist relativ ungezwungen bei uns und es gibt auch viel Geschmunzle neben der harten Ja. Realität der Markt-Action. Ja, muss man natürlich ganz klar sagen, werden wir auf jeden Fall hier sicherlich einen schönen Nachmittag verbringen. Also in dem Zusammenhang, ich melde mich erstmal ab und bin bald wieder da. Viel Erfolg euch beiden. Danke, Chris, und viel Spaß. Yes, danke, Und danke. schaff nicht so viel. Ja, toi, 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 auf bald. Okay, ciao. Ciao. So, jetzt sind wir hier am Start. Ich ziehe mal jetzt mal einen anderen MT4 rüber. Wir hatten auch heute auch über ein WTI gesprochen, zum Beispiel. Der läuft ja 1A wieder abwärts. Im Moment ist er mir schon fast ein bisschen zu weit gelaufen. Und gleich kommen auch die News, die den Dollar bewegen könnten. Und die Rohstoffe hängen ja auch mit dem Dollar zusammen. Also je nachdem, ob der jetzt schwach oder stark sein wird, ob der Luni fällt oder steigt, kann auch sich da Bewegungen im WTI ergeben. Also wir warten erstmal ganz entspannt auf die News, oder? Ich Was muss jetzt sagst du mal denn? ganz kurz schauen. Okay, Industrieproduktion und Co. wahrscheinlich für die Fed Ja, und so weiter. ja, Leistungsträger auf Arbeitszeit. Okay, weil ich war ja, nämlich ja. unter der Woche, also bei mir ist jetzt mittlerweile alles dünn. Also ich heißt, ich hab ehrlich gesprochen da, waren es die Inflationszahlen? Da muss ich nochmal ganz kurz schauen. Gestern, Fed Minutes, glaube ich, war das letzte, was man irgendwie als signifikant, glaube ich, hat so bezeichnen können. Ich bin mal gespannt, ob da überhaupt wirklich Vola reinkommt. Weil wir haben ja auch nächste Woche. Freitag, Samstag, Sonntag ist ja Jackson Hole. Und ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht auch gestern nach der Fed, so wenn ich mir so angehört habe oder jetzt mal so im Nachgang anschaue, was halt die Janet Yellen da so erzählt hat, könnte ich mir vorstellen, dass eigentlich bis dahin vielleicht echt so eine Art Totentanz ist, dass da gar nicht mehr so viel geschieht. Also gefühlt jedenfalls. Bin mal gespannt. Also gestern waren die Rohöllagerbestände, ne? Für Ja, da gab es ja auch einen ziemlich starken Abverkauf. Also nochmal hier WTI. Ja, also da ist schon gestern ordentlich gelaufen. Ja. 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 Mal gucken. Ich finde halt den WTI und Gold generell zu traden sehr schön, weil wenn die einmal trendig laufen, da kann man ordentlich was auch in Daily Chart schnippeln, wie wir und Chris sagen. Ja, also deswegen gucke ich mir aber immer es eben nachmittags an, weil der wird ja meistens von Amis gehandelt und vormittags gibt es mal, habe ich vorhin gezeigt, so Fake-Ausbrüche mal hier, die Asia-Range nach oben verlassen, zack und dann runter, ja, sieht man Ausbruch, zack nach oben, ja, hier total undefiniert und dann wieder, wenn die Amis im Markt sind, geht es runter, ja. Also ich versuche meistens die Finger vom WTI und Gold vormittags wegzulassen. Und beim Gold ist ja auch alles offen.
Ja, also hier hat er sich ein bisschen am Vortagestief stabilisiert, sieht man gerade, aber da passiert jetzt auch nichts, ja. Also es kann nach unten nach oben gehen. Ich Ja. habe gerade übrigens eine ganz, ganz interessante Frage hier. Und zwar, tatsächlich ist es zweimal die gleiche im Großen und Ganzen. Einmal, wo finde ich den Rainbow-Indikator im MT4? Und Frage, wie komme ich zu den schönen Rainbow und Heikin, Ashin und allen drum und dran? Also im Grunde genommen das Ganze. Ja, also ich habe ja vor 3, 4 Jahren also ein Seminar, sagen wir mal, vom Chris besucht über Rainbow Trading und da gab es halt die Templates dazu. Ja. Und aber die sind hier auf der Seite, also man kann sich da selber basteln, als ich noch ich habe mir erstmal ein Rainbow selber gebastelt, so ein Template. Die ganzen Indikatoren, die ich da drin habe, sind auch hier drin zu finden auf der MQL5-Seite. Da haben wir ja alles Mögliche an Tools und so weiter und so fort. Ich gucke da immer mal rein. Hier die ganzen Indikatoren, die sind auch, also nicht alle sind kostenpflichtig und da ist auch der Rainbow-Indikator mit drin, ja. Ansonsten Webi vom Chris besuchen. Vom Christian kann man wirklich über Devisenhandel viel lernen. Also alles, was ich über Devisenhandel weiß und so, habe ich vom Chris gelernt. Jo. Mach mal kurz Und Folgendes. Ich suche den ja. mal. Rainbow, Indikator Rainbow auch von Ja, Godzilla. such den Ja, mal. schon mal sehr gut. Ja. Moving Average Rainbow. Ist es Dann gibt egal, es aber auch welchen? Das weiß ich nicht. Wie gesagt, das gab es ja. Ich habe vorgefertigten Tempels, aber bei Guidance gibt's den ja auch. Nicht so schön eingefärbt und ja. Und ansonsten die ganzen Indikatoren, die hier drin sind, die sind auch zu finden. Ich kann nachher mal beim Chris im Stream ein paar Links posten. Ja, oder ich kann ja auch an JFT Brokers ein paar Sachen schicken und einfach mal einen Support von Chris anschreiben und der kann das ja auch weiter verschicken. Okay, ergänzend habe ich dazu schon mal was in die Chatbox geschrieben. Also MQL5 Rainbow, da habe ich einfach, ich hab einfach gegoogelt. Einfach gegoogelt und das sieht sehr ähnlich aus. Nicht 100% gleich, aber die Überschrift lautet Moving Average Rainbow. Also ich gehe mal davon aus, dass das sehr, sehr in die Richtung gehen wird. So, jetzt sind die News drin. Was passiert? Gar nichts. So. Schau ich mal ganz kurz hier bei Twitter, wie sind die News veröffentlicht worden? Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe wahrscheinlich. Überhaupt schon was? Ja. Die sind so spektakulär, dass noch nicht mal ein Tweet abgedrückt wird. So, 13, hallo. Philly Fed 18,9, also Philly Fed ist besser als erwartet reingekommen. Das ist jetzt auch nicht so der Marktmover, aber gut, immerhin. Was haben wir hier noch? Ich sehe gerade, der Dollar Indische. wertet gerade auf. Also sehe ich in meinem Ja. Indikator. Da gibt es ein Initial bisschen Auftrieb. Claims sind leicht besser als erwartet. Also Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe sind 240.000 erwartet worden, Ja. 239. Das ist halt auch immer so eine Sache, ne? Bei den, also ich sag mal, es ist halt nicht NFPs, wo du sagst, du hast einen Monat dazwischen, wo du halt einen riesengroßen auch Streufaktor um die Erwartungshaltung haben kannst und noch nicht mal die Indikationen, die eigentlich vorher veröffentlicht werden, auch wenn da so eine, ich sag mal, so eine Tendenz ist, so eine Korrelation, ADP-Zahlen zum Beispiel oder ISM Employment und so, aber alles in allem ist das natürlich so, der Streufaktor bei wöchentlich veröffentlichten Erstanträgen für Arbeitslosenhilfe, das wahrscheinlich, also es kommt selten vor, dass da wirklich mal richtig, richtig Momentum reinkommt, glaube ich. Ja, Ja, nur aber. wenn wirklich irgendwelche unerwartete Ergebnisse rauskommen, womit also die Großen nicht gerechnet haben oder wie auch immer, kann was passieren, ja klar. Aber man weiß es ja nicht vorher und deswegen, ich warte dann immer die News ab, weil ich habe ja recht knappe Stops bei meinem Daily Business, ja, von sag mal 20 Pips und das kann schon einen Rutsch geben und dann bin ich gleich draußen aus dem Markt. Ja. Also ich glaube, du sagtest gerade in der Grafik, dass der US-Dollar gerade sich breit fester Ja, aber es darstellt. hat sich jetzt wieder erledigt. Das war ein kurzer Ausbruch und das war's dann. Jetzt kommt er wieder zurück, sehe ich bei Okay. mir. Also Also ich passt habe, ich eigentlich. hab, nee, pass, pass, ja.
Also passt mit dem, was man jetzt erwarten würde. So leicht Ja, bessere Zahlen nach gestern Abend, so das war US-Dollar eher bearish, weil ja, was auch immer der Markt daraus gehört hat aus dem Sitzungsprotokoll der Fed. Also ich persönlich habe es jetzt zum Beispiel gar nicht so US-Dollar schwach oder dovish halt interpretiert. So, jetzt die Zahlen kommen ein bisschen besser rein, US-Dollar kann sich erholen, aber es sind halt auch keine Game Changer oder so und deswegen wird es wahrscheinlich mal kurz einen kleinen Impuls geben und dann pendeln wir wieder zurück in Richtung Ausbruch Ja. oder Ausgangsniveau. Ja. Ich habe meine Pairs hier auf dem Schirm und auf dem anderen Monitor habe ich die anderen. Und wenn Momentum aufkommen sollte, werde ich irgendwo abfeuern und dann sage ich auch Bescheid. Was hast du heute gehandelt? Ich habe aktuell nur eine Position im DAX offen, die sich jetzt um plus minus null stabilisiert. Also ja, dieser kurze Spike auf diese EZB-Geschichte, der hat mich nicht wirklich gekitzelt in irgendeiner Form. Also der Stop, der lag dann doch ein Stück weit weiter weg. Aber also jetzt sind wir wieder aus dem Ausgangsniveau im Großen und Ganzen. Also ich muss sagen, der Kursverlauf heute, so wie sich der im DAX darstellt, ich hatte heute früh ja schon das Morning Meeting und auch davor den DAX Long oder Short. Da habe ich halt gesagt, also ich habe irgendwie große, große Soll ich Zweifel. mal, Entschuldigung, soll ich mal einen DAX Chart holen, weil ich habe den DAX eigentlich bei mir gar nicht in der Übersicht. Also wenn du möchtest, kann ich ja meinen Monitor öffnen. Genau, hol mal deinen Monitor, weil ich im Moment bei Devisen tut sich ja nicht und die User sind ja meistens DAX-Trader oft und vielleicht kannst du ja zu deiner Vorgehensweise auch erzählen, ja? Ja, warte. Ich schau mal jetzt. So, also, dann mache ich mich mal hier zum Moderator. Genau. Oh, Moment, das war der falsche. Den noch mal zum Moderator ernennen, richtig? Meinen Bildschirm übertragen. So, und jetzt sieht man eventuell meinen Twitter-Account. Moment, Übertragung, Bildschirm 2. Der müsste das sein. Richtig? Jetzt kann man den DAX sehen. Ja. Perfekt. Ja, also im Großen und Ganzen ist es eigentlich so, dass ich den DAX aktuell aus einer ganz anderen Perspektive systematisch halt handle. Allerdings immer noch ein Auge auf dem habe, was ich halt schon seit vielen, vielen Jahren eben mache. Das heißt also, ich mache das ausgehend von der Open Range allmorgendlich. Das ist ein unglaublich teilweise schon trivialer Ansatz, möchte ich fast sagen, wo wir einfach uns nur anschauen, das Hoch und das Tief zwischen 8 und 9:05 Uhr. Und dann ist es so, ich habe jetzt gerade einen am Backtest laufen lassen. Gestern war das ist im Zusammenhang gewesen mit einem Dokument, was ich gerade erstelle, auch die Teilnehmer aus dem Morning Meeting und dergleichen, was ich zeitnah als PDF-Format zur Verfügung stelle. Ich habe da heute Morgen noch ein bisschen dran rumgedoktert. Das soll halt auch Grund sein, nach Möglichkeit. Dieser Backtest, der hat zum Beispiel ein ganz interessantes Ergebnis hervorgebracht, dass der gleitende Durchschnitt, der EMA 50, den man hier sieht, die blaue Linie, der war bis vor gestern, glaube ich, sogar noch, ganz davor, war das der 200er EMA. Und dann hat sich bei diesem Backtest herauskristallisiert, das Ergebnis war jetzt nicht signifikant anders, aber es war ausreichend signifikant anders, dass ich gesagt habe, der 200er EMA hier als Filter, den sollten wir besser durch einen EMA 50 ersetzen. Und dann im Grunde genommen sagen, wenn wir drüber handeln, handeln wir nur Ausbrüche auf der Long-Seite und wenn wir drunter handeln, handeln wir nur Ausbrüche auf der Short-Seite. Und fertig. Ja, und das ist im Großen und Ganzen im Grunde genommen die Basis des Ansatzes. Einfach duplizierbar. Du kannst es relativ schnell in so einen Ablaufplan mit einbauen, den du dann einfach durcharbeitest oder durchhandelst. Ja, und das hat jetzt in den letzten, soweit der Backtester vorgebracht hat, 13 Monaten schon mindestens, also ich handle ihn auch schon viel länger. Ich habe das nur ausgehend von den Daten, die mir nur bis für 13 Monate zur Verfügung standen, nur für den Bereich gebacktestet, hat das, glaube ich, eine Performance von 17% unterm Strich gebracht. Sieht gerade so einen kleinen Rücksetzer. Also da war die Performance, die war. Moment, ich kann das übrigens mal zeigen. Guck mal gerade auf, ich habe dazu eine Grafik erstellt. Moment, mir so ein bisschen gucken. Profile. Bop, 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 bop. So, da und Moment, hier ist er. Also da habe ich nämlich einfach mal ausgeschnitten, dann kann ich nochmal reinzoomen. So sah na Moment. Ich hoffe mal an der Stelle, dass man das auch so erkennen kann. Sieht man das? Ich hoffe. Also ich kann es erkennen.
Okay, also die Kurve, wie gesagt, das, was ich gerade beschrieben habe, die Equity-Kurve, Sehr ist schön. ziemlich beeindruckend, glaube ich. Also vor allem vor dem Hintergrund, dass die Strategie halt in Anführungsstrichen trivial ist, beziehungsweise schon seit so langer Zeit sich eben am Markt generell hält. Es ist ja nicht so, dass die irgendjemand mal jetzt aus dem deutschsprachigen Raum oder dergleichen erfunden hätte oder ich die erfunden habe oder sonst was, sondern die geht ja zurück auf einen gewissen Toby Crable. Der hat ein Buch geschrieben gehabt, das hat Ausarbeitungen aus den 70er, 80er Jahren hat er getätigt, und soweit ich weiß, hat er dann in diesem Zusammenhang in der damaligen Trading-Zeitung, was natürlich nur in einem kleinen elitären Kreis im Grunde zugänglich war, so eine Artikelserie erstellt. Also so ähnlich wie wir vielleicht das Traders Magazine kennen, so hat Toby Crable da seine Beobachtungen für diverse Märkte präsentiert, und dabei hat sich eben auch eine Strategie herauskristallisiert, die sich halt Open Range Breakout nannte. Und damals auf den, ich glaube, S&P hat er das primär gehandelt. Und man hat dann festgestellt, dass man das auf viele andere Märkte duplizieren kann. Also die Strategie gibt es schon seit langer Zeit. Es gibt Zeiten, in denen läuft die richtig gut. Es gibt Zeiten, in denen läuft die halt ein bisschen durchwachsen, wie jede andere Strategie. Aber, und das ist eben der Punkt, sie läuft halt. Und das ist der Punkt. Also du hast die Möglichkeit, ausgehend von dieser Strategie eben diesen Ablaufplan einzuschleifen. Und ich glaube, das, was im Trading halt ganz elementar wichtig ist, ist halt Routine. Du musst halt von morgens bis abends jederzeit Herr deiner Sinne sein und wissen, was du tust, und dass das, was du tust, auch wirklich funktioniert. Also ähnlich wie ein Pilot, der ein Flugzeug fliegt. Wenn jetzt ein Flugzeug in Turbulenzen gerät, dann ist es sicherlich so, und kannst du sagen, naja, wenn die Karre jetzt abstürzt, dann stürzt er ab. Aber nichtsdestotrotz, der Pilot, der sicherlich dann auch emotional wird, weil die Situation sich nicht so oft darstellt, hat aber einen genauen Notfallplan, an den er sich hält. Das ist ein sehr dramatisches Beispiel, sehr martialisch, aber das ist im Trading ja nicht anders. Und diesen Plan, glaube ich, also ist ein Glaubensgrundsatz, den ich über die Jahre für mich formuliert habe. Ich glaube, dass das die Basis wirklich für profitables, langfristig profitables Trading ist. Und deswegen ist diese Strategie halt auch so großartig, eigentlich, um sie als Beispiel heranzuziehen, weil sie eben einfach ist. Also im Grunde genommen hast du drei Schritte, die du durchgehst. Du identifizierst den Vorteil ausgehend von zum Beispiel dem EMA. Du hast dein Setup ausgehend von einer Handelsspanne zwischen 8 und 9:05 Uhr. Sagst dann, geh long bei Break, wenn ich drüber handle, geh short bei Break, wenn wir drunter handeln unter dem EMA. Die Stops entsprechend platziert unter oder oberhalb der jeweiligen Hochs. Ja, und dann Setup einfach durchhandeln. In dem Fall ist es jetzt so, dass ich das Ding durch habe laufen lassen mit einem Chance-Risiko-Verhältnis initial von 2 zu 1. Also das heißt, wenn ich als ein eher Risiko habe, zum Beispiel 30 Punkte, dann liegt die Chance genau vom Einstiegspunkt 60 Punkte entfernt. Und die zweite Komponente, es kann ja sein, dass der Trade zwar getriggert wird, aber mal angenommen, nehmen wir jetzt mal den heutigen Tag als Beispiel. Oh, das war jetzt natürlich ganz großartig. Einen Moment, jetzt habe ich den aus Versehen zugemacht. Gehen wir jetzt mal davon aus, dass wir vielleicht durch diesen Spike, gehen wir aber jetzt nicht davon aus, dass überhaupt irgendwie wir ausgestoppt wurden oder so, wir sind immer noch platziert, dass der Markt halt hier irgendwie in dieser Spanne seit ach, also in diesem Bereich pendelt, ist nicht ausgestoppt worden, was eher unwahrscheinlich ist, wenn man sich die Action hier anschaut, aber hat aber auch nicht das Ziel erreicht. Dann habe ich zum Beispiel gesagt, dann schließen wir den Trade einfach in dem Moment, wenn 21:50 Uhr abends ist. Dann wird er einfach automatisch geschlossen oder unsererseits manuell dann eben rausgenommen, der Trade. Und ja, das Ergebnis als solches, ich glaube, das, wie gesagt, kann sich sehen lassen. Also die Equity-Kurve als solche kann sich schon mal sehen lassen. Sind 225 Trades in diesem Zeitfenster gewesen. Trefferquote kann man hier sehen. Gewonnene Trades sind knapp 42%. Payoff-Ratio ist das Verhältnis vom durchschnittlichen Gewinn-Trade zum durchschnittlichen Verlust-Trade, liegt ganz offensichtlich irgendwo um die 1,5, 1,6 zu 1. Und ja, hat ganz gut funktioniert. Was man eben auch sieht, ist zum einen zum Beispiel eine Verlustserie in Folge, 6 Stück. Wir haben auch mal 6 Gewinntrades in Folge gehabt, aber das, was mental immer ganz interessant ist, sind natürlich die Verlustserien. Und ergänzend dazu eben auch diese Beobachtung hier, dass wir nach, ich sag mal so, seit gut 30 Tagen, ja, oder also ungefähr 30 Tagen, so ungefähr 1,5, 2 Monate, dass wir eben hier einen Kapitalrücksetzer sehen. Also in der Spitze lagen wir in der Equity-Kurve mal bei fast schon 27% plus. Und was ich da eben ganz interessant finde in dieser Konstellation, ist, dass das natürlich dann wiederum zu was führt, was man in der Trading-Psychologie, in der Behavioral Finance, also Verhaltensökonomik, als kognitive Verzerrung oder in der englischsprachigen Bereich Cognitive Biases bezeichnet. Das heißt also, du hast so eine Art Verfügbarkeitsheuristik. Ich habe da auch mal, naja, dramatisches Beispiel, ich will es nicht übertreiben, aber als ich mit meiner Frau in die Flitterwochen geflogen bin, das war 2015,
Da sind wir nach Tahiti, nach Bora Bora geflogen und das ist jetzt nicht gerade um die Ecke. Also man fliegt ja schon einmal quer um den ganzen Globus. So. Und das, was dabei ganz interessant war, das war im Mai 2015. Und der ein oder andere erinnert sich vielleicht an dieses dramatische Ereignis im März 2015, als dort war es eine Germanwings-Maschine, die in den spanischen Bergen irgendwie zerschellt ist, weil der Pilot irgendwie Depression hatte. genau, Depressionen hatte und so weiter. Und das Interessante ist ja, also wenn man jetzt sich jetzt mal rein auf die Statistik beruft, dann ist halt, ist ein Fakt, dass das Flugzeug eigentlich das sicherste Verkehrsmittel überhaupt ist, rein statistisch betrachtet. Klar ist es, wenn so ein Ding runterkommt, dann gibt es wahrscheinlich nicht besonders viele Überlebende, die davon berichten können. Aber Fakt ist einfach mal rein statistisch betrachtet, das ist einfach das sicherste Verkehrsflugzeug, das sicherste Verkehrsmittel. Und nichtsdestotrotz hast du halt ausgehend von dieser Verfügbarkeitsheuristik, also es hat auch eine ganze Weile gedauert, bis ich das wieder einigermaßen hinbekommen habe, du hast ja von allen Seiten, bist du ja berichtet worden, also ob es Zeitung war, Internet, Fernsehen, du hast von allen Seiten, hast du diese Einflüsse gehabt von außen, diese Informationspolitik und du hast natürlich dadurch dieses Ereignis gehabt und hast dir natürlich deine Gedanken gemacht, was ist denn, wenn das jetzt mit dem gleichen, also mit dem Flugzeug, in das wir jetzt hier steigen, genauso passiert. Was, wie gesagt, rein statistisch eigentlich völlig keinen Sinn macht, aber der Mensch tendiert eben dazu, dieses kurz jetzt in der jüngeren Vergangenheit liegende als relevant zu erachten und als statistisch signifikant zu erachten. Und dann gab es ganz interessante Formulierungen, die man ja auch in vielen Trading-Communities nachlesen kann. Zum Beispiel, naja, Open Range Breakout funktioniert ja gerade nicht. Das ist insofern eine unglaublich interessante Formulierung, weil, wenn man sich jetzt das letzte Jahr betrachtet, hat der super funktioniert. Also nochmal, das ist eine echt super Performance. 17% plus bei 10% Raw ohne Filter. Also Filter im Sinne von irgendwelche Anpassungen, diskretionär über Weihnachten mal einen Handel ausgesetzt oder Feiertage raus oder sonst was, dann einfach nur durchgehandelt. Natürlich ist es jetzt so, wenn wir jetzt die letzten 30, 40 Handelstage betrachten, dann siehst du eben hier einen Drawdown, dann haben wir eine Serie von Verlusten, 10% geben wir wieder ab, also 10R an der Stelle, weil das mit einem R oder 1% Risiko getradet wurde. Und das ist halt, das, also da merkt man schon, wie diese einzelnen Kolumnen, glaube ich, nicht Kolumnen, sondern Säulen an profitablen Tradings, wie ich die gerne nenne, wie die so ineinander greifen. Also Risk- und Money Management, du kannst mit den hier vorliegenden Daten extrem viel machen. Also du kannst einen Erwartungswert berechnen, du kannst dir ungefähr ausrechnen, wo der durchschnittliche Verlust denn liegt. Du kannst die Risikoparameter anpassen, kannst das durch eine Simulation laufen lassen und. Also du kannst einen riesen Ballon aufblasen und kannst dadurch ein sehr, sehr solides auch Risiko Money Management technisches Gerüst konzipieren. Und dann ist es eben auch so, dass man aber dennoch auch mental sich ganz gut vorbereiten kann. Also, wenn jetzt zum Beispiel jemand einen Handelsansatz tradet, der ein oder andere Zuhörer kennt das, wenn ich jetzt vier Verlusttrades in Folge habe, dann fange ich an zu zweifeln, auf ganz natürliche Art und Weise. Also, ich weiß nicht, wie geht dir das? Ist das Geht mir eine, auch oder? Das ist ganz normal. So, und das ist so. bei mir. Also, du sitzt da und sagst, ich weiß alles, was ich mache, ich habe einen Plan, ich habe alles. So, und dann hast du vier Verluste und denkst, oh, jetzt alles vorbei. Nie wieder Trading. So, also ich finde das als solches, also ist es normal, aber es zeigt eben auch, ja, wie schwierig das mit dem Trading generell halt ist. Und jetzt ist die Sache die, man kann sich ja darauf vorbereiten, wenn du so einen soliden Backtest hast und du weißt, was da passiert, also oder du hast eine gute Vorstellung von dem, was passieren wird, dann kannst du einfach sagen, gut, ich habe jetzt fünf, sechs Verlusttrades, okay, passiert aber. Also kommt halt vor. Und das ist halt, glaube ich, was, wo auch dann sich zeigt, wie wichtig so ein Test sein kann, auch anhand einer solch trivialen Strategie. Und ich habe jetzt, auch das kann ich immer erzählen. Ich hoffe, ich stelle dir jetzt nicht so die Show. Ich hoffe, ich kann das noch ganz kurz zu Ende führen. Also eigentlich ist Martha ja der Hauptdarsteller bei der ganzen Sache. Bist du überhaupt noch da? Hallo? Jetzt ist Martha weg. Die hat sich ausgeklinkt. Hallo? Ach, da bist du noch, okay. Hallo? Ja, ich Hallo. habe aus Versehen auf ein Knöpfchen gedrückt, wo ich nicht hätte drücken sollen. Okay, hörst du Okay. mich? Ja, ich kann dich hören. Perfekt. Also Okay, erzähl noch kurz gut. die Geschichte, dann bist du sofort wieder dran. Die passt so Bei relativ gut. mir passiert auch nichts, daher lasse ich dich mal gerne mal erzählen. Wenn ich irgendwas sehe, dann melde ich mich schon zu Wort. Ich finde auch so, vormittags hat man ein bisschen die Devisen behandelt und du kannst ja was über deine Vorgehensweise jetzt erzählen. Ja, Okay, dann ist okay. es abwechslungsreicher. Dann mache ich Ne? das. Okay. Macht es. Ja, also vor kurzem habe ich eine E-Mail bekommen von jemandem, der hat sich für ein Trading-Coaching interessiert.
Beziehungsweise jetzt im Nachgang muss ich sagen, ich weiß gar nicht, ob der sich wirklich dafür interessiert hat oder ob es nicht eher so war, ich will mal ein bisschen Entschuldigung, rummotzen. ich habe eine Frage. Du hast ja eine eigene Seite, ne? Und du bietest so Coachings auch an, ne? Habe ich mal irgendwo gesehen. Ja, genau, also das aber als Ergänzung zu nehmen. Also ich mache halt auch Vermögensverwaltung, Market Research, also das ist nicht nur Genau, darauf ja. beschränkt halt. So, und ich bin mir jetzt nicht so sicher, ob das jetzt wirklich so gewollt war, oder ob derjenige welche wirklich darauf abgezielt hat, sich dafür zu interessieren, oder ob der nicht einfach nur mal so rummotzen wollte. Was ja auf der Kehrseite, muss ich wieder sagen, verständlich ist, weil es gibt halt so unglaublich viele Gurus, Experten, die ja ach so erfolgreich sind mit ihrem Trading. So, und dann, naja, das Problem in der Branche ist halt, die ist halt relativ klein und Sache ist halt die, du kannst nicht lange verschleiern, dass du nicht weißt, wovon du redest. Irgendwann kommt alles raus. Also, und wenn es nur ist, weil du über einen Broker abwickelst, wo irgendwann der Mitarbeiter sagt, das ist der totale Idiot und der spricht dann so ein bisschen aus dem Nähkästchen, ob er das jetzt darf oder nicht, sei es mal dahingestellt, aber es passiert halt. Und jetzt ist es dann halt so, dass der im letzten Jahr wohl auf der World of Trading war. Und dann auf der World of Trading die ganzen Coaches und Gurus da so gesehen hat und so. Und dann sagt er, ja, also hier, was die für Preise aufrufen, das ist ja absolut absurd. Und das kann doch nicht sein. Also, wie sieht es denn bei Ihnen aus? Also kann ich da auch so ein bisschen. Und vor allem auch, also lächerlich, was die da für Strategien eben formulieren, also Open Range und so, das ist ja völliger Quatsch, da lache ich mich ja drüber tot. Und dann, also mir war an der Stelle schon klar, da wird nicht mehr viel danach kommen. Also da wird kein Interesse bestehen, wirklich jetzt Trading auf ein solides Fundament zu stellen, sondern das ist eher so, ja, ich will einfach mal so ein bisschen meinen Unmut Luft machen, warum auch immer. Vielleicht, weil der Tag total long war und ich war short oder so. Ist halt so, ja. So, und dann sage ich muss kurz nachhaken, was meinen Sie denn damit, dass der Open Range Breakout nicht funktioniert? Was ist denn damit gemeint? Oder warum lachen Sie darüber? Also ich meine, weil die Strategie als solche ist nicht nur profitabel offensichtlich, sondern auch, nochmal, sie befähigt einen ja, Ablaufpläne zu formulieren und dann Abläufe auch einzuschleifen. Also dann diese, man nennt das ja unbewusste Kompetenz zu erreichen in seinem Trading. Also dass man von morgens bis abends weiß, was man tut, jederzeit Herr der Lage ist. Also wie Autofahren im Grunde genommen. Ich muss heute ja nicht mehr drüber nachdenken, wenn ich mich ins Auto setze, wie es jetzt funktioniert. Mit dem Kupplung treten, Gang einlegen, Blinker setzen, in den Spiegel gucken, parallel mich noch mit meiner Frau unterhalten, im Hintergrund irgendwie versuchen, die Kinder ruhig zu halten, ja, damit die nicht völlig ausrasten. Dann achte ich noch auf den Radfahrer, der rechts abbiegt. Das mache ich ja alles mehr oder minder in einem fortwährenden, unterbewussten Prozess. Das ist ja nicht aktiv, so wie in der ersten Fahrstunde, wo das alles auf mich eingeprasselt ist, wo man nach einer Dreiviertelstunde Fahren mit dem Fahrlehrer völlig erschöpft war. Und Trading sollte genau darauf abzielen, diesen Ablauf eben einzufahren. Und deswegen muss ich auch sagen, nicht nur, dass die Strategie als solche profitabel ist, sondern dadurch, dass sie eben so gut duplizierbar ist und so einfach zu handeln ist, weil nochmal, die Parameter, die man reinsteckt, sind ja klein, das ist wenig, das sind zwei Schritte. Und der dritte Schritt ist dann schon die Umsetzung des Trading-Setups. Hast du halt die Möglichkeit, das immer wieder nachzuarbeiten. Und zwar jeden Tag, immer wieder. Abgelaufen, Trade eingegeben, ausgeführt, Gewinn, Verlust, dokumentiert, wie habe ich mich dabei gefühlt und wieder von vorne und wieder von vorne und wieder von vorne. Und dadurch, dass man diese Routine da reinbekommt, glaube ich, sind besonders solche einfachen Strategien sind unfassbar unterschätzt, weil sie, selbst wenn man dann am Ende sagt, eigentlich damit korrespondiere ich nicht so gut. Das ist nicht so meins. Also ich finde es zwar spannend, dass die profitabel ist und ist super, aber zum Beispiel 5 Minuten Zeitraum, morgens die Markteröffnung, ja, wenn ich einen ganz normalen Job habe und nicht Profi-Trader bin, sondern nebenberuflich Trader, naja, dann sollte klar sein, dann wird der ein oder andere sehr unwahrscheinlich morgens zwischen 8 und 9 vorm Rechner sitzen, sondern wahrscheinlich eher auf dem Weg zur Arbeit sein, eventuell schon im Büro sitzen. Und da kannst du dich eben dann nicht mehr darauf konzentrieren, die Markteröffnung im DAX zu traden. Aber das ist halt genau dieser Punkt. Also, dass dieser Ablaufplan, dieses Einschleifen, glaube ich, das ist das, um was es eigentlich erstmal an erster Stelle geht. Und dann mit der Zeit kommt ja die Erfahrung. Und das, wie du jetzt zum Beispiel gerade auch, ich meine, du deckst ja nicht nur einen Markt ab, du hast ja 8 Märkte oder so, dein Bildschirm gerade eben, das waren 28. 28. Also ich meine, also du hast ja gar nicht die Zeit, jetzt jede einzelne fundamentale Lage zu analysieren. Du saß jetzt britisch vor dir, Nee, nee, da war jetzt nee. mit der, sondern das ist technisch, ne? Das ist halt, du hast dein Setup und das arbeitest du durch und du weißt, es funktioniert. Ich habe meine Rainbows, habe ich ja heute schon erzählt, wo ich mir das so meinen Überblick verschaffe, hole ich mir die Pairs, die mich interessieren, dann auf den Schirm. Und wenn ich merke, da tut sich was, was ich erwartet habe, wird einfach drauf abgefeuert. Das, was du vorhin erzählt hast, ist es ja auch ganz wichtig, in Trade zu kommen, ist es ja ganz einfach, ja, Button drücken und so weiter. Wie ich meinen Trade manage, davon hängt mein Erfolg ab, ja. Ganz genau. Das ist halt genau das. Ja. Jetzt könnte man nämlich sagen, ja,
Jetzt habe ich diese Strategie, kommen wir wieder zu dem Beispiel, ne? Du bist morgens im Büro und dann steht ein Meeting an um 10 und du siehst, dass der Ja. Trade sich hier so ein paar Punkte für dich entwickelt und dann sagst du, ah, cool, 20 Punkte vorne, nehme ich den Gewinn mal mit, ne? So auf dem Smartphone mal so schnell abgetippt, so zack, 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 ab ins Meeting rein. So, und dann dauert das Meeting von mir aus 3, 4 Stunden, kommst wieder zurück an der Desk, ist der Markt 250 Punkte in deine Richtung gelaufen und du hast einfach nur den Take Profit genommen, weil du ins Meeting musstest. Eigentlich überhaupt gar keinen Grund hattest, den Take Profit zu nehmen. Also das ist jetzt noch der Grund, wo ich sage, das ist ja noch nachvollziehbar. Wenn ich mir jetzt vorstelle, derjenige, welcher nimmt den Gewinn, weil er sagt, boah, 20 Punkte, ich habe hier viel zu große Positionsgröße und so weiter, dann sind wir schon wieder bei einem ganz anderen Thema. Aber das ist halt genau dann auch diese Profitabilität langfristig, die kommt ja nur dadurch zustande, dass du dieses Setup konsequent immer wieder nach ganz klar vorgefertigten Regeln abarbeitest. Immer wieder auf die gleiche Art und Weise. Und nochmal, und nochmal, und nochmal, und nochmal. Und dadurch das Vertrauen eben entwickelst, weil du eben dann früher oder später siehst, dass sich die Equity in deine Richtung entwickelt. Das ist auch ganz interessant, wenn man das jetzt mal diese Kapitalkurve auseinander nimmt. Ich mir mal hier diesen Bereich anschaue, da starten wir bei einem 10.000-Euro-Konto. Das war der initiale Punkt. Und ich sag mal so, nach roundabout 50 Punkten, 50 Trades, also hier unten kann man das sehen. Vielleicht sagen wir, vielleicht sogar erst nach 80 haben wir eine sehr deutliche positive Tendenz, die sich abzeichnet. Da sind wir im positiven Territorium. Bis dahin, hier bis zum 40., 50. Trade, da lagen wir zeitweise 10% hinten. Derjenige, welche, also ich glaube, nee, nicht derjenige, welche, der das ohne Probleme macht, den will ich noch kennenlernen, so will ich das nicht nennen. Das ist zu strikt, aber ich wette, mehr als 50% derjenigen, welchen, die hier in diesem Bereich anfangen, diese Strategie zu traden, die sind spätestens hier unten irgendwann raus, weil sie sagen, es funktioniert sowieso nicht. Habe 10% verloren. Und das ist zum Beispiel auch der Punkt, warum so ein Backtest so wichtig ist. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, aber Backtest, guckst du ja nur die Vergangenheit an. Naja, aber jedes Business fängt doch so an. Sind wir doch mal ganz ehrlich. Also ich meine, wenn ich jetzt mir überlege, was könnte ich nächsten Sommer machen, dann gehst du so ein bisschen spazieren und denkst dir, 2018, Fußball-WM in Russland, vielleicht eine Fanmeile, vielleicht irgendwo ein Bierstand, vielleicht ein paar Würstchen verkaufen, wäre ja mal so eine Idee. Ist, glaube ich, nicht der Erste, der auf so eine Idee kommt. Ja, wird auch nicht der Letzte sein. Es funktioniert definitiv und der Erfolg hängt am Ende eigentlich davon ab, wie du deine Finanzen managst. Ich meine, klar, wenn du jetzt, weiß ich nicht, 3 Wagenladungen Würstchen kaufst und alleine die Würstchen verkaufst, dann wirst du am Ende auf mindestens einer Wagenladung sitzen bleiben und dann kannst du für die nächsten 3 Sommer kannst du Grillpartys veranstalten, vorausgesetzt, die Würstchen sind lang genug haltbar. Ja, und das kostet aber Geld natürlich. Und das ist halt dann so die Frage, wie manage ich das? Aber ich glaube, die Idee als solche, ausgehend von einer Erfahrung aus der Vergangenheit zu formulieren, ist erstmal vollkommen legitim. Und zweitens auch, das hat nichts mit Optimierung der Vergangenheit zu tun, sondern einfach nur mal zu schauen, hat das funktioniert in der Vergangenheit? Ist das eine solide, nachvollziehbare Idee? Ich meine, im Endeffekt identifizieren wir Muster, die ersetzen wir um. Ne? Also auch wenn das bei den Rainbows nicht so aussieht, aber im Großen und Ganzen ist es Doch, ja auch ein das ist Muster, ja ne? auch schon, ja, das ist schon, habe ich nur so gewisses Gefühl für den Markt. Ich weiß, an welchen Marken die Kurse drehen können, habe ich heute Vormittag auch schon mal erzählt, wie FIBO-Levels, Vortagestiefs, Opening-Price und so weiter und so fort, wo ich dann abfeuern kann. Ja, ich sehe das einfach, vielleicht sieht erstmal nicht danach aus, dass die Kurse runterkommen, aber ich trade jetzt den Rainbow seit 3 Jahren und habe schon so viele Charts gesehen und Screenshots mir davon gemacht und Notizen dazu, dass es wirklich für mich jetzt der Ansatz funktioniert, wobei ich jetzt mich mit deiner Strategie auch mal näher befassen will, weil ich habe noch nicht aufgegeben, den DAX. Ich habe auch so eine Sache. Also, ich habe zum Beispiel, ich finde Öl, wo du gerade auf Öl gegangen bist, da dachte ich nur so, oh Öl. Ja, also ich hab ab und an mal einen Öltrade. So, das sind dann mal längerfristige Sachen. Ne? Aber ich meine, ich habe früher, das ist jetzt bestimmt 7, 8 Jahre her oder so, da habe ich ja mal im Handelsdesk gearbeitet und da haben wir auch zusammen den Öl-Future gehandelt. Also nach einer Strategie und war auch relativ profitabel. Aber das ist so eine Zicke. Also das ist so Ich eine. Oh. Und dann irgendwann hast du einfach aufgegeben. Dann hast du, ich meine, da war ich natürlich auch geprägt. Da hatte ich zu der Zeit gerade, ist eine Beziehung, eine längerjährige zu auseinander. Da dachte ich mir auch, was für eine Zicke. Und dann seitdem verbinde ich WTI mit der Beziehung. Ne? Und dann, nee, das kommt nicht mehr zusammen. Das wird nicht.
Ja, wie gesagt, der WTI ist schon vormittags sehr zickig, aber wenn da so ab 14:30 Uhr oder ab 15:30 Uhr da Momentum aufkommt, dann läuft es aber richtig. Ja, und macht mir Spaß einfach, der WTI. Ja, so wie der Goldpreis. Ja? Der versucht sich ja auch gerade so zu stabilisieren. Gib mir mal kurz mal einen Bildschirm her, bitte. Dann kann ich ja mal zeigen. Also die Wolla jetzt bei den Devisen und so weiter ist sowieso kaum vorhanden. Aber wir sehen ja hier, wie der Goldpreis gerade hier sich in diesem Bereich von 1284 Dollar stabilisiert. Und jetzt müssen wir einfach mal abwarten, was passiert, wenn die Amerikaner im Markt sind. Ja, also hier hat man, ist er nach unten durchgebrochen, zack, hochgekauft. Und hier sieht man, er will nicht wirklich nach unten und er will auch nicht nach oben. Ja, also warte ich in dem Moment ab. Ich habe heute auch erzählt, das sind so Marken, wo ich mich gerne einkaufe. Und wenn ich jetzt merke, da kommt ein positives Momentum, das sieht man zum Beispiel in diesen weißen MACD-Candles, ja, dann feuere ich mal ab. Ja, stoppen tue ich mal ganz knapp. Und wir haben ja noch hier 7,30 Dollar noch Möglichkeit, dass der Markt nach oben läuft. Jo. Das Ne? ist, also das, was du jetzt gerade berichtest, bedeutet ja auch, dass es ganz klassisch prozyklisch, ne? Also Rainbow bedeutet auch Ja, mit dem ja. Vorteilschein, also das heißt Korrekturbewegungen zum Beispiel ziehst du gar nicht in Betracht, selbst wenn der Markt jetzt schon durch gestern die Fed so weit gelaufen ist. Heute hätte ich das, nee, also beim Sonnen-Rainbow, wo hat man hier, hier britisch und Schweizer Franken, klar, aber der Markt, guck mal, der ist hier erstmal so massiv eingebrochen, das war eine Bewegung von einer Minute. Ja, da ging es, da ist das Vortagestief rausgenommen worden und zack, da hat es sich erholt. Wenn man sich das so in H1 anguckt, ja, das ist schon eine Mordsbewegung hier gewesen, also kann man schon von einer Korrekturbewegung hier ausgehen. Aber ich sag's mal, ich habe einen negativen Rainbow, also warte ich halt auf eine bessere Chance, mich wieder Short einzukaufen. Hier hat er sich schön stabilisiert am Opening Price. Ja, hätten wir auch schon was schnippeln können. Hier am Vorwochentief, zack, nach oben und genau am Daily PP wieder runter. Aber Schweizer Franke ist auch eine Zicke. Das geht so, ja. Ja. Das geht so, zack, zack, zack. Und ich meine, dann braucht man wirklich weite Stops. Ja, und ja. Also für mich ist es im Moment, so wie ich das hier alles sehe, mal Füße stillhalten oder die Hände auf die Decke. Also das mit dem Ja. britisch Pfund Franken ist halt auch so eine Sache. Also ich glaube, der ist ja auch relativ stark korreliert zu Euro Pfund. Also spielen Korrelationen bei dir eine Rolle? Also negativ korreliert natürlich, andersrum, wegen dem Euro Franken. Beachte ich natürlich auch. Aber ich mache ja viel mit Währungsstärke. Wenn ich merke, dass da ist ein, es kann sein, zum Beispiel, ganz simples Beispiel ist Euro, US-Dollar gegen US-Dollar, Schweizer Franken. Das ist ja so eine negative Korrelation von 80%. Und es gibt Tage, wo beide entweder steigen oder fallen. Ja. Dann kann ich nicht sagen, der Euro stärker ist, dann gehe ich in US-Dollar, Schweizer Franken, gehe ich Short. Ja. Also ich beachte das schon, aber jetzt es spielt jetzt nicht so eine ganz wichtige Rolle. Über Währungsstärke versuche ich meinen Trades abzufeuern. Und wenn ich jetzt, habe ich auch heute Vormittag erzählt, wenn ich jetzt zwei gleich starke Währungen habe und dann geht's 5 Pips nach oben, 5 Pips nach unten, egal ob der Rainbow jetzt positiv oder negativ aufgefächert ist. Also man sollte sich schon mal die Pairs aussuchen, die da ein bisschen, wie soll ich sagen, ja, jetzt habe ich mich verbabbelt. Ja, wo man die stärkere Währung rausfiltriert, ja.
Guckst du in in dem dem Moment. Zusammenhang auf oder auch auf News, die veröffentlicht werden? Also du sagtest ja jetzt gerade zwar die News, aber ich sag mal, wenn jetzt Non-Farm Payrolls anstellen oder so, gibst Da du bin ich diese. gar nicht im Markt. Also da ich als Daytraderin, da bin ich gar nicht im Markt, weil, wie gesagt, da hat man schon Bewegungen gesehen von 100 oder 150 Pips oder auch 300 Pips. Ja, wo ich das erste Live-Event mit dem Chris gemacht habe, da weiß ich, war irgendwas von Koroda da, was Japaner haben total enttäuscht und es gab eine Bewegung von 300 Pips in Yen Pairs und da der Durchschnitt Die durchschnittliche Tagesrange beträgt irgendwie 100 Pips am Tag und da hat sich vormittags gar nichts bewegt, ja. Da war alles durch. Ja. Die Ja. wollen jetzt übrigens, wo du gerade Kuroda sagst, ich habe heute Morgen, ich habe es allerdings nur aus dem Augenwinkel gesehen, die wollen irgendwas, irgendwelche Bitcoin-Bonds oder so wollen die auflegen. Ja, das sind jetzt auch schon so leichte Gerüchte, die da kursieren übrigens. Also die Japaner, die vertrauen, die legen jetzt schon gar nicht mehr in japanischen Yen-Bonds auf, sondern die fangen jetzt in Bitcoins an. Ja, die japanische Yen, der ist wahrscheinlich doomed to fail. Aber wie gesagt, das interessiert mich alles nicht. Ich möchte ungern im Markt sein, wenn wichtige News anstehen. Höchstens, wenn meine Position abgesichert ist, ich Teilverkäufe getätigt habe. Und es kann den Markt in beide Richtungen bewegen. Entweder habe ich Glück oder ich habe Pech gehabt, ja. Und bei wichtigen News haben wir auch Spread-Erweiterung teilweise irgendwie 10 oder 15 Pips, ja. Und da, wenn man gerade nicht in H4 oder Daily Chart unterwegs ist, dann wird man vom Markt gefegt. Ja, also ich versuche da keine Positionen zu offen zu halten oder meine Positionen zu schließen. Ja. So viel dazu. Jens. Und wie machst du dann, also jetzt mal so, hast du dann feste Zeiten, wo du sagst, ich mache jetzt Feierabend? Oder war gestern jetzt ein längerer Tag, Ich sag habe ich mal, mit Fat bin Minutes? Du, ich arbeite ja Vollzeit. Ich bin Krankenschwester und habe Ja, ja da passt. Schichtdienst und Oh, das finde ich eine ja, ganz ich gehe ja interessante. immer um, ja, ich bin ja, ich gehe ja um 11:30 arbeiten und ich wohne hier um die Ecke von der Klinik und ich bin 10 Minuten zu Hause. Deswegen habe ich jetzt das auf Daytrading ausgerichtet, mein Fokus, ja. Und im Swing-Trading habe ich mich ja versucht, ne, habe ich heute auch dem Chris erzählt, aber ich kann da nachts nicht ruhig schlafen. Ich mache mein Smartphone an und gucke, wie die Positionen sich entwickelt haben und so weiter und so fort. Und ich kann vormittags traden, also ist das Daytrading für mich optimal. Gott, und ich Ja. dachte schon, ich wäre der Einzige, der sowas macht. Na, ich bin auch, ich habe ja, seitdem ich den Chris kenne, jetzt 3 Jahre oder wie lange kennen wir uns, habe ich ja auch versucht, immer was in im M1 für mich zu entwickeln. Und die Einstiege habe ich ja auch vorhin vormittags erzählt. Die Einstiege gelingen mir super, aber ich weiß dann nie, wann ich aus der Position aussteigen soll. Ja, ich habe da nämlich dann auch 4, 5 Pips mit und dann bin ich draußen und dann sehe ich, oh, der Kurs läuft noch weiter. Und aber da bleibe ich auch dran. Ich habe mir auch so ein eigenes Template auch ein bisschen mit Rainbow entwickelt und habe mir jetzt ein Tool geholt. Das ist so ein Trade Manager, der halt so einen Trading Stop ist, vielleicht einfach mal Hirn ausschalten und das Ding machen lassen. Ja. Weil es gibt ja auch im M1-Charts, gibt es ja bei Devisen wirklich starke Moves von 20, 30 Pips. Ja, und wenn ich dann nach 5 Pips rausgehe und das Ding knallt weiter 30 Pips, das ist schon dann ärgerlich. Da könnte ich wirklich mal in die Tischkante beißen. Du sagtest, ich finde diesen Gedanken super gut, weil ich habe gerade das Beispiel mit dem Piloten gemacht. Aber ich finde auch, ich glaube, Krankenschwester oder auch Ärzte. Also ich nehme die mal im Gesamtkontext. Ich glaube nämlich, so weit sind die Tätigkeiten der jetzt nicht auseinander. Also klar, Nee. Verantwortlichkeiten und jetzt hier mit Herz rumschnippeln und so, das wird jetzt nicht so in deinen Aufgabenbereich fallen. Aber ich glaube, nichtsdestotrotz, ihr habt einen ganz klaren Ablaufplan, oder? Also ihr habt, wenn jetzt Ja. ein Patient reinkommt, du weißt ganz genau, pass auf, das ist eins, das ist zwei, das ist drei. Und wenn dann die Angehörigen noch dabei sind, deswegen sollen die ja auch wahrscheinlich immer rausgehen, weil die bestimmte Abläufe ja gar nicht wirklich Stören. nachvollziehen können. Also die stehen einfach im Weg rum. Ja.
Ne, die haben nichts zu Stören suchen. und stellen mir im Weg und dann werden die, da hast du recht. Ja, ich finde, das passt ja dann perfekt. Also, im Grunde genommen hast du ja dann mit Trading, der ein oder andere, der wird jetzt vielleicht sagen, so, eine Krankenschwester, die tradet. Ja, das hat. Ja, das ist schon eine ungewöhnliche Mischung. Ich habe auch beim ersten Live-Event erzählt, wie ich zum Trading gekommen bin, eigentlich durch Fußballwetten. Ja, wer nicht? Also ich meine, in meinem Fall, nee, ich bin vom Trading eher zum Pokern und dann hat sich das so Ich regiert. bin Aber schon ein bisschen, alle ein bisschen Zocker, so, ne? Also, man soll ja nicht zocken, aber so Spielernaturen. Und es gab ja früher hier in Deutschland, gab es einen Wettanbieter, das hieß Betfair. sie Die nicht immer bieten noch? deutschen Kunden, die sind immer noch, aber für deutsche Kunden nicht mehr. Seit der Transaktionssteuer und so weiter bieten die, also dürfen die deutschen Kunden dann nicht mehr bei denen sein. Ah ja, Ja, okay. und da gab es ja Quotenveränderungen während des Spiels. Ich habe mir die Spiele live angeguckt und dann ist halt irgendwie eine Quote, wer schießt das nächste Tor, gestiegen oder abgefallen. Und je nachdem, wie ich mich entschlossen habe, habe da irgendwie 7 oder 8 Euro verdient. Und es gab ja auch eine Order-Einsicht. Also man konnte wirklich sehen, wie die einzelnen User, auf welche Quoten die gesetzt haben. Dann habe ich ein Forum mir angeguckt und da bin ich das erste Mal mit der Börse in Kontakt gekommen. Oder Bücher. Habe ich bis heute nicht kapiert, wie die funktionieren. Brauche ich auch für mein Daytrading nicht. Ja, ich glaube, Ja, brauchst das du war vor allem so. für die Wiesen nicht. Also, weil es ja primär Ja, Daytrading meine ich ja. ist, ja. Aber das hat mich dann irgendwie angefangen zu interessieren und die bieten auch, das ist auch ein Broker, die bieten auch selber was an, natürlich kann man vergessen, ja, aber ich habe ja da Konto aufgemacht und dann immer, wenn eine rote Kerze kam, bin ich Short gegangen und wenn eine grüne Kerze kam, bin ich Long gegangen. Natürlich ging das total in die Hose, aber dann habe ich mir ein paar Bücher geholt darüber und habe mich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Ja, und ein Arbeitskollege von mir von damals, hat sich auch dafür begeistert und wir haben ja so quasi zusammengelernt. Ja, man muss ja sagen, dass dafür gibt es ja keine Ausbildung, man lernt das alles autodidaktisch. Ja, es wäre schön, wenn ich jetzt mal irgendwo in die Schule gehen könnte und sagen könnte, okay, ich lerne jetzt Daytrading 3 Jahre lang und dann komme ich raus, habe eine Eins und das Ding flutscht von alleine. Es ist leider aber nicht so. Ja, und ich glaube, das ist auch, das sind ja alles so auch so Gründe, weswegen viele Leute, ich glaube, ich damit auch scheitern langfristig, weil die Sache ist ja, also in Bezug auf diesen Plan zum Beispiel, ne, also diesen Ablaufplan, den ich gerade mal kurz erwähnt hatte, also ich glaube, Menschen haben eine unglaubliche Angst davor, etwas genau zu dokumentieren, also Trading Journal zu führen oder so. Also ich gehe davon aus, du Ich führst muss ein. das von der Arbeit aus, ich muss ja Pflege dokumentieren. Genau, Also also ich meine, das nächste, der nächste ja. Punkt, warum perfekt eigentlich? Also du weißt, dass es wichtig ist. Also du kannst nicht einfach sagen, nö, das schreibe Ja. ich nicht auf, sondern du weißt, es ist wichtig, das zu machen. Und es bringt langfristig ja auch etwas. Also das heißt auch für die Außenwelt, wenn jetzt zum Beispiel irgendwann sagst, ich will dich als Coach haben, guck dir das doch mal an. Also einfach nur zu sagen, ja, ich gehe da mal so long und ich gehe mal so short, das ist nicht so wirklich zielführend, weil damit, also fängst du ja im Grunde genommen wo an, wo nichts ist eigentlich. Aber wenn das dokumentiert ist, wenn das nachvollziehbar ist, dann kannst du natürlich da viel, viel besser auch ansetzen tatsächlich. Und was ich in dem Zusammenhang halt interessant finde, ist, ich meine, wie viele Leute sind gerne zur Schule gegangen? Oder, also beziehungsweise, wie viele Leute haben, wenn sie nach der Schule zum Beispiel studieren waren, haben dann gesagt so, oh ja, geh ich heute mal nicht, geh ich morgen mal gucken und so. Und dann irgendwann so nach 18 Semestern, ach ja, jetzt könnte ich ja langsam auch mal den dritten Schein machen. So, und das Interessante finde ich ja dabei, dass das ja eigentlich perfekt widerspiegelt, wie Menschen eigentlich sind, von Natur aus. Das heißt also, Menschen von Natur aus mögen keine Regeln eigentlich. Also so nehme ich das jedenfalls wahr, auch in den Leuten, also wenn jetzt jemand bei mir ein Coaching bucht oder als Student auftritt oder sonst was, das ist wirklich so, also wenn du denen mit Regeln kommst, klare Ablaufpläne und so weiter, das ist schon mal erstmal so ein oh, Moment, Moment. Und ich glaube, der Hauptgrund dafür ist auch, dass man messbar wird, weil jetzt kann man zum Beispiel dann fragen, naja, das war ein Fehltrade. Okay, dann lass uns das doch mal analysieren. Was hast du denn gemacht?
Ja, ich habe halt so irgendwie. Warum hast du denn nicht den Plan gefolgt? Also warum bist du nicht dem Plan gefolgt? Du hast ja einen Plan geschrieben. Wenn eins, dann zwei, dann drei, dann vier. Warum bist du dem Plan nicht gefolgt? Das ist natürlich erstmal so ein, da trittst du den Menschen erstmal auf den Fuß, weil die gucken dann und sagen so, ja, ich will mich aber nicht an die Regeln halten. Warum sagst du mir jetzt, dass ich einen Fehler gemacht habe? Das ist dann so ein Selbstschutzmechanismus. So, ich habe damit, ich habe eigentlich habe ich alles richtig gemacht. Nur Mario Draghi hat einen Kommentar gemacht, deswegen bin ich heute ausgestoppt von meiner Genau. Position. Ja, so. Also erstmal diese Messbarkeit. Und dann auch dieses vor sich herschieben, diese Prokrastination, sagt man ja. Also das bedeutet so, das mit dem Dokumentieren. Ich glaube, also du gehst nicht eher nach Hause, bis du alles dokumentiert hast in deinem Job, oder? Also geht ja nicht, du musst Ja, ja auf jeden irgendein Fall. Das Protokoll ist ja auch übergeben. wichtig. Also es ist erstmal wichtig wegen Krankenkassen und wegen Nachweis, ob ich alles richtig gemacht habe beim Patienten. Ja, wenn irgendwelche Probleme auftreten und da muss wirklich alles genau stehen. Ja, und wenn wirklich was Gravierendes passiert ist, dann sollte noch eine Kollegin das bestätigen. Also Schwester sowieso war noch dabei und das habe ich gemacht. Ja. Das sollte im Training genau das Gleiche sein. Also muss man einfach sagen, das sollte genauso sein. Denn das ist ja der Witz, wenn du erstmal unter Feuer bist, dann bist du nicht klar Herr deiner Sinne. Das hört sich komisch an, weil eigentlich solltest du dir versuchen, die Emotionen rauszuhalten aus der Sache. Und eventuell schafft man Das das auch kann kein Mensch. langfristig. Also Aber wenn jemand Emotionen raushalten kann komplett, dann ist er für mich tot. Also da hat man eine Herz-Null-Linie im EKG. Emotionen sind immer dabei. also Egal, ob man 20 Jahre tradet oder 5 oder ein Jahr, das ist schon. Ich merke mal manchmal, wie ich die Kurse anfeuere. Jetzt vorhin in Euro Neuseeland. Mein Freund war vorhin noch da. Ich habe gesagt, guck mal, Schatz, jetzt kommt's runter. Guck mal, ja, ich habe mich nicht blamiert heute. das hört sich so ähnlich an bei uns. Also nicht, dass ich jetzt, aber meine Frau, die ist immer so begeistert, wenn sie irgendwas genäht hat. Also das ist dann immer so ähnlich. Guck mal, Schatz, ich muss jetzt arbeiten. Ja, aber guck mal, es sieht doch total süß aus. Also ich glaube, das kann man ganz einfach, kann man das so sehr, kann man das ganz gut übertragen an der Stelle. Was wollte ich jetzt sagen? Ach so, genau, das ist genau das. Genau das, da wollte ich den Kreis schließen. Also ich glaube, diesen Ablaufplan genau zu haben und auch diese Dokumentation vornehmen zu müssen und das dann nochmal nachzubetrachten und so weiter. Und vor allem auch, wenn man das jetzt an einen Kollegen wahrscheinlich übergibt, es muss ja auch verständlich sein, ne? Also du kannst ja Genau. nicht irgendwie sagen, so ich habe da so ein Gefühl gehabt und so und versuchst das dann irgendwie in einer Dreiviertelstunde dem Kollegen zu übertragen, sondern es gibt einen ganz klaren Ablaufplan. Das war so, 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 damit dann, also es gibt eine einheitliche Sprache. So. Sage ich mal. Und ich glaube, das ist halt, das spiegelt so unglaublich gut wider, weswegen auch, glaube ich, du mit der Materie es wesentlich leichter haben dürftest, als jemand, der, ich sag mal, Künstler ist, in Anführungsstrichen. Ohne das jetzt irgendwie despektierlich zu meinen, aber also jemand, der kreativ ist, glaube ich, der hat beim Trading echt ein Problem. Also der muss richtig mit sich arbeiten, richtig mit sich kämpfen, weil eigentlich sollte so ein Ablaufplan keinerlei Interpretationsspielraum freigeben oder lassen, sondern sollte es ein Setup haben, das ziehe ich durch. Ich weiß, es funktioniert. Gut, ich habe einen Verlusttrade, in Ordnung, nächster Trade, das ist der Preis für die nächste Chance, auf geht's und weiter und weiter und weiter. Und dann kommt eben die Gesamtheit aller Trades, die dann, ja, die dann das gesamtprofitable Ergebnis bzw. die steigende Equity-Kurve nach sich zieht. Ja, ich habe heute, wie gesagt, den Euro Neuseeland abgefeuert, war ich ja schon. Der ist ja ins Ziel gelaufen. Dann habe ich also den Luni heute versucht zu shorten. Das ging in die Hose, aber vorher habe ich schon Teilverkäufe getätigt und bin aus der Posi rausgegangen, schon bevor ich ausgestoppt worden bin. Also habe ich meinen Verlust so gering wie möglich gehalten. Und vorhin nochmal British Pfund, australischer Dollar, bin ich auch mit einer kleineren Position rein, mit der ich sonst reingehe, also mit weniger Risiko rein, und habe dann auch gemerkt, okay, der Markt entwickelt sich nicht so, wie ich gedacht habe, und habe halt mit einem kleinen Verlust geschlossen, und ich bin trotzdem noch heute im Plus. Ja. Man muss ja auch das akzeptieren, dass man nicht richtig gelegen hat. Ja, man muss sich nicht beweisen. Das bringt alles nichts, ja. Da kommt eine Und dann ganz lieber. interessante Frage in dem Zusammenhang, nämlich und zwar, wie viele Trades durchschnittlich machst du am Tag? Also, wenn ich jetzt wie heute mit dem Rainbow trade, wir haben heute wirklich, hätten mal viel mehr machen können, aber ich war ein bisschen unkonzentriert, weil Bubblen und Traden ist es für mich halt ganz neu.
mache ich 2, 3 Trades am Tag. Also im M15, im M1, wenn ich unterwegs bin, dann sind es auch manchmal 20, 30. Ja. Ich habe gerade, ich dachte, H1 habe ich verstanden, da dachte ich mir auch, oh, das ist aber, aber Nee, M1 heißt auf M1. Minutenbasis, genau, okay. Ja, auf Minutenbasis, ja. Und auch eine Frage, die hat allerdings, habt ihr in der Nachtschicht gezockt, ja? Also, das heißt, im Zusammenhang mit vermutlich Fußballwetten, ja? Nee. Ich bin aber teilweise mit dem Smartphone auf der Arbeit rumgelaufen und habe getradet. Also ich habe es aber gelassen, weil ein paar Kam Leute nicht so halt. gut. Ja. Nee, kam nicht so gut. Und die so, ja, Deloni, der zieht gleich durch. Und die alle so, was hat die denn? Ja, und über nächsten Modetrend sich unterhalten und ich über steigende Märkte. Mich kann sowieso keiner verstehen auf der Arbeit. Das ist als Trader ist man ganz schön einsam. Und ich war froh, dass ein Arbeitskollege von mir das auch also auch getradet hat. Jetzt ist er leider aus privaten Gründen Richtung Quiz gezogen, Richtung München. Und habe ich keinen mehr, mit dem ich mich ein bisschen so austauschen kann. Ja. Ich glaube, da kommen dann auch so Trading-Communities ans Spiel, ne? Also Social Media und dann so Guidance Ja. zum Beispiel, ne? Wo man, also wo man einfach Gleichgesinnte trifft, weil ich kann das nämlich auch berichten. Also nicht, dass es jetzt schlimm wäre, weil irgendwann sagt man auch, eigentlich mal ganz schön, dass dich keiner versteht, denn dann musst du nicht über Trading reden, auch wenn es dich fasziniert. Aber Ich rede aber gerne über Trading. Das ist mein Hobby und das bewegt mich und ich rede gerne drüber. ja, das, also ich weiß ja, was du meinst, ne? Aber trotzdem mal so Ja. einfach, ich sag mal, es fällt mir leichter, mich zurückzunehmen, weil ich einfach weiß, das, was ich jetzt zu erzählen habe, das wird der Welt wahrscheinlich da draußen sowieso nicht so viel weiterhelfen. Ja, also Zinsdifferenziale zum Beispiel zwischen Euro und britischem Pfund oder so, das ist jetzt nicht so das Gesprächsthema für die Schwiegereltern bei Kaffee und Kuchen am Sonntag. Nein, auch nicht bei uns am Tisch in der Pflege. Muss ich sagen, ich bin sowieso ein Exot bei uns auf der Arbeit, daher kann ich gut damit leben. Ach, sehr schön. Ja. Wenn du dich So. jetzt auf reinen Devisen konzentrierst, heißt US Market Open zum Beispiel in 10 Minuten spielt für dich wahrscheinlich dann auch gar Ja, keine. ja. Ich habe ja alles auf dem Schirm hier, aber wie gesagt, im Moment, wir hatten ja schöne Moves jetzt vormittags gesehen und jetzt kommt der Markt ein bisschen zurück. Also bis die Amis eröffnen und da ist ja auch schon die Range eigentlich abgearbeitet und da steige ich nicht mehr ein. Kannst du ja was rüberschicken? Also oder sind wir noch bei mir? Wir sind noch bei mir, gell? Wir sind noch bei dir, wir Jens, können auch stimmt. alles sehen. Also Okay. Ja, wir hatten ja, wie gesagt, British Pfund, Schweizer Franken. Der kommt jetzt so ganz nett daher. Mal schauen. Wir haben ja auch gesagt, wenn mit dem Chris, wenn hier das Vortagestief rausgenommen wird, könnte man sich mal überlegen, nochmal Short zu gehen. Aber da sind wir 27 Pips. Schauen wir mal. Ja, und der Stop bei dem hier haben Setup, wir auch. wo würde der liegen in dem Fall? Bitte? Der Stop in Nochmal? dem Fall, wo würde der Stop dann liegen bei dem Trade? Also sag mal, hier ist es jetzt, also würde ich über Opening Price kommen. Also wenn die Preise dann wieder zum Opening Price kommen und drüber schießen, ist es schon dann wieder für mich so ein Punkt, wo ich sage, okay, dann liege ich doch falsch, ja. Man sieht wirklich, wie die, guck mal hier, haargenau am Opening Price Also Opening Price getradet. nimmst du dann den 23 Uhr Kurs wahrscheinlich, oder? Ja, das ist ein Indie vom Chris. Der hatte sich dann basteln lassen und hat mir dann freundlicherweise überlassen und geschenkt. Und hier vor Tagestief, vor Wochen tief und vor Monatstiefs und so weiter und so, vor Wochen hoch oder tiefs. Und das ist wirklich, ich hab's bei euch. Ich wollte es eigentlich nicht glauben, aber die viele Marktteilnehmer, die jetzt Devisen handeln, beachten diese Marken. Warum? Interessiert mich nicht. Ich weiß, dass das einfach funktioniert. Ja. Man, ja.
Das ist so wie hier. Also wir sind hier immer noch im negativen Momentum drin. Man sieht schon, dass die Preise sich so langsam, aber sicher mal, also so nach unten bewegen. Hier ist sogar British Pfund, australischer Dollar ist noch mal ein Stückchen schöner. Wo bist du, mein? Da. Also hier hätten wir eher noch eine Möglichkeit von 70 Pips. Ja, wenn hier das Vortagestief rausgenommen wird und wenn das Momentum aufkommt. Aber im Moment haben wir noch keine Wolle. Und das ist dann schon auch nervig, wenn ich dann abfeuere und dann tut sich nicht und dann werde ich auch unsicher und nervös und dann schließe ich die Position und dann entwickelt sich doch in meine Richtung. Ich habe zwar kleinen Verlust gemacht, aber ich ärgere mich dann immer über mich hinterher, warum und wieso. Und das sind so Sachen, die ich immer noch nicht aus mir rausgekriegt habe. Ja. Ja. Wenn ich mir das jetzt so anschaue, okay, du schaust dir 28 Märkte an, hast du gerade gesagt, deswegen war das wahrscheinlich gerade nur ein Zufall. Ich wollte mich gerade fragen, weil das primär Ja, warum? Cross-Pairs sind, also das heißt, welche, die den US-Dollar nicht beinhalten, aber jetzt, gerade blühte mir 28, da wird wahrscheinlich auch so mal ein Australier- oder US-Dollar oder Euro-US-Dollar dabei sein. Ja, ich kann dir mal zeigen. Warte mal, ich muss mal. Ist es? Ach ja. Hier sind die ganzen. Also das ist so meine feste Pairs, die ich eigentlich trade. Euro, US-Dollar völlig uninteressant für mich heute gewesen. Eigentlich. Also die Rainbow-Struktur nicht klar. Natürlich hätte man sagen können, okay, hätte ich hier abfeuern können, aber wenn ich keine schöne Rainbow-Struktur sehe, dann lasse ich es einfach. Ja, und wir sind ja auch schon wieder over der Range gelaufen. Also hier eigentlich wäre Schluss gewesen. Ja, hier habe ich auch einen Indikator, Daily Range-Indikator, da kann man auch genau ablesen, wie viele Pips ein Währungspaar in den letzten Tagen zurückgelegt hat. Ja. Und das ist ja wirklich so, dass die Pairs auch diese Marken anlaufen und dann ist Schluss. Bei erhöhter Volatilität natürlich geht es ja drüber, wie vorhin. Der Euro ist sowas von abgekackt, wenn ich das so sagen darf, vorhin, was auch meinen Euro-Neuseeland-Dollar zugute kam. Ja, aber der kam genau hier ans Ziel. Ja. Hat er Und jetzt schauen wir punktgenau mal. erreicht, hat er, ja. Ja, hier haben wir. Ja. Ja, das Und ist halt, ich habe. also wenn man das jetzt mal so fundamental auseinanderklamüsert, dann ist das, also was da gerade passiert mit dem Euro, mir ist das nicht geheuer, ne? Und irgendwie, also ich finde die Struktur auch, also zum Beispiel, wohlgemerkt, also jetzt Euro-Neuseeland-Dollar, das ist natürlich ein schöner Trend, muss man ja ganz klar sagen. Also schönes Top gebildet und jetzt, der läuft schön, Ja, aber hier. Euro. Hatte ich denn vorhin mir auch nochmal Tagesstart angeguckt und da haben wir jetzt auch gesehen, der ist ja auch wunderbar. Hier seit dem 26.07. gab es ja einen super schönen Aufwärtstrend. Dann haben wir hier so eine Umkehrformation. Ist es ein Bearish Engulfing, Jens? Kann man das so als so definieren oder? Also sofern ich das mit meinen durchwachsenen Japanischkenntnissen beurteilen kann, glaube ich, heißt das Okay. Bearish Engulfing. Aber ich, also die Zeiten, wo ich mich damit Ja, beschäftige, sind schon ein bisschen her. ich hab mich vorhin gefragt, ob auch die Lunte mit drin, also in Eröffnung und Schlusskurs Also drin wir können sein ja muss. mal Ich so glaube nur der Körper. Wir fragen uns mal jetzt nur das Publikum. Also Günther schreibt zum Beispiel ja. Ich hätte jetzt auch zum Beispiel gesagt, ich weiß gar nicht, ob ich so strikt wäre, weil ich glaube, es geht einfach nur darum, dass der Kerzenkörper komplett umschlossen wird. Also im Falle Genau, eines. ja. Ja, und da habe ich das mir nochmal vorhin angeguckt. Also wenn ein Paar jetzt wie hier 700 € zurückgelegt hat und ich so eine Formation sehe, dann versuche ich mich hier nicht long einzukaufen. Ja. Also und Rainbow hat dazu im M15 wunderbar gepasst und deswegen Feuer frei. Ja. Ja. Eine Frage zu dem, aber ich kann die schon beantworten. Die Frage ist nämlich, ist das da unten der Indikator? Ist das der RSI? Aber da stand DSS. Aber wofür DSS steht, da habe ich Nee, jetzt. das ist nochmal, das ist, ups, das ist mein nochmal anderer Währungsstärkeindikator. Warte mal. Ach, der hier. DDS,
Bessert heißt er, glaube ich. Der ist ein bisschen geglättet, der rauscht nicht so wie andere Oszillatoren. Da gibt es sogar bei Guidance was dazu. Nein. Aber ich habe den auch schon. Bressert heißt er, genau. Der ist Genau, nicht. ja, der ist ein bisschen geglättet und hier bei Gutmann Trader gab es ja von irgendjemandem dazu einen Artikel. Ja, vom Thomas May. Oder May. Noch. Ja. Double Ups, Smooth weg. Stochastic. Der läuft so ein bisschen flüssiger. Also wenn ich jetzt hier in den Mainz reingehe, man hat ja bei den anderen Oszillatoren, so ist der abgehackter und ich habe mich an den schon gewöhnt jetzt. Den finde ich halt viel schöner als andere Oszillatoren. Natürlich, wenn ich jetzt hohe Volatilität habe, auch wenn ich in überkauften Marktsituation bin und ich sehe bei meinen Währungen, dass da weiterhin Druck aufkommt, dann feuere ich noch trotzdem ab. Ja, weil wie man weiß, die Indikatoren können sich ja auch auf Tagesbasis oder Stundenbasis sehr lange hier unten in dem Bereich aufhalten. Das ist ja nun als Unterstützung für mich, also so wirklich beachte ich den jetzt auch nicht. Also, ja. Aber hier sieht man ja schon mal, dass wir schon überkauft sind, ne? Und dass hier schon mal der Markt eher fallen wird als steigen. Also das Böse ist ja, Märkte ist ja nur die Wahrscheinlichkeit. Entweder geht es hoch oder runter oder es ja, und für mich war es ja heute wahrscheinlicher, dass der Euro Neuseeland eigentlich nachgibt, als wenn es steigt. Also ich kann an Ja. der Stelle sagen, ich habe jetzt hier gerade eben auch schon in der Chatbox gelesen, Welle 4, also oder um es anders zu formulieren, also ich glaube, es gibt viele Wege, die nach Rom führen. Also da kann man wahrscheinlich mit dem Indikator arbeiten. Jetzt wird der Elliott Waver vielleicht dann da eine Welle 4 Ja. sehen, die ja auch eher wahrscheinlich eine Konsolidierung dann sein, also sollte alternieren. Ich weiß jetzt nicht, wo Welle 1 ist, wo Welle 2 ist. Okay, aber eigentlich auch völlig egal. Ein Markttechniker vielleicht, der wird einfach sagen, ja, es ist eine potenzielle Distributionsphase, deswegen haben wir hier unattraktiver werdende CRVs. Der ein oder andere wird sagen, ja, ist ja logisch, Euro hat Sentiment Trader, Euro hat ein ganz stark positives, bullisches Sentiment im Commitment of Traders Report. Das muss ja irgendwann nochmal abgebaut werden. Will ich aber dagegen halten, der Kiwi auch. Also deswegen wäre das zum Beispiel sowas für mich jetzt. Also ich achte zum Beispiel, wenn ich Devisen, also auch ein bisschen längerfristig halt trade. Das ist bei mir mit der Zeit so einfach hat sich das entwickelt, dass ich einfach Devisen ausgehend von fundamentalen potenziellen Triggern, Sentiment Triggern und technischen Komponenten eben trade. Also eine Kombination aus allen dreien. Und nur wenn diese drei Pattern dann eben sich zu einem Ganzen fügen, wo ich dann allerdings sage, das Sentiment, da sehe ich auch gerne Sentiment-Extreme. Wo ich dann einfach auch weiß, wenn da ein Trigger sich findet, dann kann eine richtig scharfe Gegenbewegung kommen. Ich glaube, das ist auch zum Beispiel jetzt eine so eine Sache gewesen, also der Euro. Wenn ich jetzt gefragt würde, warum ist da eigentlich so ein scharfer Abwärtsimpuls entstanden? Ich glaube, würde ich sagen, weil einfach der Markt auf diesen einen Hinweis gewartet hat, der gezeigt hat, dass man seitens der EZB wohl doch diese höheren Bewertungsniveaus des Euros nicht ganz so gut findet. So, und dann hast du halt einen potenziellen Trigger, dann gibt es die ersten, die fangen an, da in Positionen abzustoßen und dergleichen. Aber ich glaube, am Ende spielt es keine Es Rolle. ist Also, egal. ja. Das ist sowas von wurscht, was wir uns denken und versuchen uns zu erklären, warum Kurse steigen oder fallen. Wenn ich mein Setup sehe, wo ich meine Einstiege habe, dann feuere ich einfach ab, ohne drüber nachzudenken. Ja. Ja. Man wird das auch nie rausfinden, was die Großen machen. Ja, manchmal gibt es ja total komische Bewegungen, wo man denkt, jetzt müsste der Euro steigen. Was macht der? Fällt sowas von, ja, und dann fragt man sich ja, warum? Ins Keine Morning-Meeting Ahnung, schalten, da warum. wird's erklärt. Ja. Ach so. Ja. Das ist ein Geheimtipp, ja, wird von irgend so einem Jens gemacht. Also, aber der hat da angeblich manchmal gute Ideen, was da gewesen sein könnte. Also, ja. Ja, mach ruhig für dich Werbung. Ich habe meine Skills entwickelt für mich und oder habe mein Setup. Ich habe ja auch früher, wo eigentlich der JFD-Broker am Start ging, bei Guidance, war ich von Anfang an dabei.
Da hatte Chris ja sehr viel gemacht. Dann hatte das The Band, glaube ich, übernommen, ne? Und jetzt bist du da eher so der Moderator. Und ich hatte das Glück, dass da nicht so viel los war und ich konnte immer den Chris Fragen stellen und guck mal, das und das, passt das dazu? Soll ich da jetzt abfeuern? Und da hat er gesagt, nee, schau und auf das oder jenes, ne? Und von dem war ich, also von dem habe ich dadurch auch viel gelernt. Und ich finde auch, dass es sich wirklich lohnt, irgendwo auch Geld zu investieren und von professionellen Trader zu lernen, ja. Das ist, ich sehe, ich habe es von Anfang an gesehen, mein Trading als ein Geschäft, wo ich erstmal Kohle investieren muss, ja. Und wenn es irgendwann mal Früchte trägt, ist es für mich natürlich super geil. Aber erstmal habe ich nur Verluste erlitten und ich habe nicht gerade wenig, muss ich sagen, verzockt, Also ja. ich bin befangen in dem Zusammenhang, deswegen, ich weiß nicht, also ich kann das nicht objektiv beurteilen, weil ich ja auch kostenpflichtig solche Inhalte anbiete. Ja. Aber das Interessante ist, dass die Leute, die es wirklich ernst meinen, genau diese Denke haben. Also es kommt wirklich nicht selten vor, dass die dann auch sagen, das ist überhaupt gar kein Problem, ich bezahle das über super gerne, weil ich brauche nur eine Sache lernen, dann hat sich das schon gelohnt, eigentlich. Ja. Also ne, und dass man mehr als eine Sache lohnt, das sollte selbstverständlich sein. Also das ist mein Anspruch, das sollte generell der Anspruch halt auch von Ausbildern sein oder Ausbildenden. Aber ich glaube, das ist eine sehr vernünftige Herangehensweise, weil ich glaube, das kriegt man auch aus unserer Gesellschaft, kriegt man das schwer wieder raus. Das ist so diese Geizesgeil-Mentalität, die sich so im Laufe der Jahre etabliert Nö. hat. Ja, das hast du schon recht. Ich bin nicht jung, nämlich. Ich Also gebe alles aus, was ich habe, weil ich sag mir immer, hat mir ein Patient gesagt, Schwester, im Sarg gibt's keine Regale. Und der ist gut. fand ich den Sprung so witzig, ja wirklich, weil was, ich meine, ein bisschen Geld zu sparen und zu haben, ist ja mal ganz schön, aber man lebt hier und jetzt und das ist ja mein Geschäft, was vielleicht in ein paar Jahren Gewinne abwirft und da scheue ich mich auch nicht, irgendwie für einen Indikator 2 oder 500 € zu bezahlen oder auch für ein Webinar, so wie vom Chris, obwohl der hat ja sowieso noch sehr kurrente Preise, muss ich sagen. Also das war wie fast geschenkt. Ja, das stört mich. Es ist ja immer die Frage, wie viel kann ich mir leisten? Ja, nicht jeder kann dann irgendwie 500 € jetzt für einen Indikator ausgeben oder für irgendwas. Ja, muss man ja auch sagen. Ja, es ist halt auch, ich glaube, es ist auch eine Frage. Also ich meine, was man halt haben will, glaube ich dann. Ne? Also wenn dieser Indikator jetzt auch nicht unbedingt jemanden weiterbringt, dann glaube ich, ist es auch okay. Aber wenn man halt merkt oder wenn man sieht, dass man das braucht für sich. Also meine Frau zum Beispiel ist halt Optikerin und die erzählt es halt auch sehr, sehr häufig. Also sagt die Leute, die haben halt Vorstellungen, so wenn sie eine Vielmann-Werbung sehen. Also die ist jetzt in einer kleinen Boutique ist sie angestellt. Das heißt also, das ist jetzt nicht irgendwie Vielmann oder wie heißen die anderen, Apollo oder so, so wie man das aus der Werbung kennt. Hier 2,99 € und dann hast du All in und die Brille, damit kannst du lesen und schreiben. Sondern das ist halt auch ein bisschen preislich ein bisschen höher angesiedelt, sag ich mal. Aber es ist jetzt nicht so, dass diese Preise halt einfach dadurch zustande kommen, dass die sagen, so, wir machen jetzt einfach den Aufschlag, weil es halt ein Aufschlag, Apothekenpreis so ähnlich oder so, sondern der Aufschlag, der resultiert halt auch aus der Hingabe und der Qualität, die der Kunde geliefert bekommt und auch die Qualität des Materials, was verarbeitet wird und so weiter. Und ich glaube, das ist so ein bisschen in unserer Gesellschaft so ein bisschen hinten runtergefallen, habe ich so das Gefühl, würde ich jetzt mal persönlich sagen, dass man halt irgendwie alles haben will, qualitativ hochwertigst, aber halt auch nicht unbedingt Aber bereit ist, man will dafür zu Geld bezahlen. auszugeben. Genau. Ja, Und das ja. ist echt, also ich persönlich finde das unrealistisch. Also ich bin auch da bin ich eigentlich ja völlig falscher Ansprechpartner, weil ich zum Beispiel jemand bin, wenn ich in den Laden gehe, und mir qualitativ hochwertige Sachen kaufe, dann bin ich auch bereit, den vollen Preis zu bezahlen. Also ich komme mir schon komisch Natürlich. vor, wenn jemand zu mir kommt und sagt, also ich kann Ihnen auch einen Rabatt geben. Dann denke ich mir auch, ja, das scheint ja ein echt super Produkt zu sein. Ja, dass du mir gleich einen Rabatt geben musst, ohne eigentlich zu wissen, was ich will. Aha. Aber wenn es mir gefällt, dann nehme ich es natürlich trotzdem. Aber nichtsdestotrotz, ich finde dieses Thema, finde ich halt ganz interessant. Übrigens, bevor wir abschweifen, ich sehe nämlich noch eine andere Frage. Und zwar, wie heißt das Tool über dem DSS? Also das war gerade, ich glaube in dem Chart vorher, da hattest du, Ah, warte mal. Ich glaube, warte mal. Ich muss mal nach dem anderen MT4 schauen. Da, ich bin genau, schon der dürfte aufgeschmissen. das gewesen sein, glaube ich. Das da. Das da. Genau, ich glaube ja. Also zumindest ist die Frage, ich erinnere mich dran, dass die Frage kam als ja.
Genau das. Wie gesagt, ich beschäftige mich sehr viel mit Trading und es gibt ja FX Factory, englisches Trader Forum und da kann man sich so ganz tolle Sachen runterladen, wie das heißt, schauen wir mal. Hier, Chart-Button V2. Wenn man das jetzt bei Google eingibt, müsste man dann drauf kommen. Ah ja, und ach, den kann man sich dann einfach über gut. Ich warte mal, Nee, Chart. ja, guck mal, weil ich, ja. Chart-Button V2. Okay, so jetzt muss ich mal kurz gucken. Chart-Interface. Entschuldigung. Ach so, was sagtest du? Welche Forex Factory war das? FX oder Forex Factory? Ja, Forex Factory. Das ist ein ganz interessantes Forum. Wenn ich nach irgendwas suche, komme ich da immer wieder drauf zurück und da sind ja auch viele User aktiv, die ihre Strategie vorstellen und da habe ich mir schon viele, viele schöne Sachen runtergeladen. Ja, Ich gebe mal hier und den Link. Ich hoffe, dass das funktioniert, weil das ist nämlich in einem Thread, sehe ich gerade. Zieh mal den Bildschirm wieder zu dir, Jens, weil also devisentechnisch und überhaupt, also die Wolle ist sowas von eingeschlafen, da passiert gar nichts. Ja, guck mal, ob du denn, was du da gefunden hast. Okay, warte, da bin ich. Zum Moderator einen. So. Der Chris, hallo Chris. Ah, guck mal, da ist er doch. Wo ist er? Ja, da ist er. Chat-Button. Ja. Jetzt bin ich gerade irritiert. Wo ist der Chris? Ich habe ihn auf dem Bild gesehen. Ach so, Vergiss es. ach den, jetzt, okay. Ja, das war jetzt Ja, gerade vom jetzt muss ich kurz, ja, aber ich bin im Bild. Jetzt weiß ich, wo der Wo Chris hast du? Der ist gerade bei mir durchs Wohnzimmer gelaufen. ist. Ja, also einfach mal kurz vorbeigewunken. Ja, ich verstehe. Scotty, beam me on. Nach Frankfurt zum Water. Chart-Button Sorry, ich bin V2. also. So, Ja, ich drücke den mal das. ab. Also, was man hier sieht, ist Page 29. Also, ich habe ja auch viel, viel Erfahrung. Damals, ich habe ja bei DailyFX, habe ich ja das Forum aufgebaut damals noch und habe das dann gemanagt für auf Ja, DailyFX.de für. daher kenne ich dich ja auch. Bevor du noch zum JFD gekommen bist, habe ich da auch ein bisschen rumgelesen und da habe ich von dir was gelesen, sag mal so. Ja, ich habe da ab und an mal was geschrieben. Also, und Ja. deswegen, was ich halt hier sehe, ist, da steht Page 29. Ich bin mir nicht sicher, ob man das eingeloggt sein muss oder nicht, weil da war es Nee, erstens so. du brauchst nicht glaube ich, eingeloggt sein, du kannst es auch so runterladen. Ja, und ich glaube, das geht eigentlich das ganze Training, das ist der heißt Ding Dong, der hat so verschiedene Sachen, es geht um Basket Trading eigentlich, dafür hat er das, glaube ich, entwickelt. Scroll mal bitte nach oben. Ich Was ist sehe auch das für gerade, ein. Ding Dong has coded, steht da auf jeden Fall. Ja. Wie ist die Überschrift? Das sind, glaube ich, 900. Ah, nee, das ist Scalping irgendwie mit. Naja. Aber 528 Beiträge. Und das ist einer, der das die ganzen Sachen auch entwickelt. Also da kann man sich wirklich ganz tolle Sachen auch runterladen. Ob es das Forum noch gibt? Nein, nein, das kann ich definitiv sagen. Das Forum, also das DailyFX Forum, das Forex Factory gibt es natürlich Ach noch, so. aber das Forum, was ich damals aufgezogen habe, das wurde irgendwann abgeschaltet, abgeschafft, aus welchen unerfindlichen Gründen auch immer. Also das ist auch nach meinem Ausscheiden geschehen. Verstehen konnte das, glaube ich. Ich glaube, es ist sehr unterschätzt, was solche Foren eigentlich für ein Ja, Fundus sind. ja. Also, ich meine, klar, ich kann verstehen, Facebook, Twitter, Social Media generell und so weiter, die Leute, die wollen das schnell und wollen alles über Smartphone und so. Aber ich glaube, so ein Forum hat die Möglichkeit, erstmal eine unglaublich familiäre Atmosphäre zu kreieren und hat auch eine extreme gute Möglichkeit, also so nachvollziehbar. Also ich sag mal, man hat einfach die Möglichkeit jetzt hier, sich die ganzen Tabs durchzulesen. Ich meine, wenn man jetzt die Zeit hat, von Seite 1 bis 500, aber es bleibt halt drin im Netz, ne? Und dann, naja. Und das ist halt, wo ich dann auch die Entscheidung damals da nicht nachvollziehen, aber ich konnte so einige Entscheidungen nicht mehr nachvollziehen. Ne? Also deswegen,
Ja, aber insofern, ich glaube nicht, dass man da noch irgendwas finden dürfte im Netz. Also ich glaube, das dürfte alles abgeschafft sein. Also allerspätestens auch, weil das DailyFX, der Research Arm damals, von meinem ehemaligen Arbeitgeber ist ja an IG Markets dann verkauft worden für 40 Millionen. Und so, das zeigt einerseits die Qualität des Gesamtproduktes DailyFX, glaube ich, ganz gut, weil das Geld, das liegt ja nicht einfach nur auf dem Tisch, wenn das nichts wert wäre. Aber ich glaube auch nicht, dass die da so Interesse daran gehabt haben, vor dem Hintergrund auch natürlich der ganzen Verlinkungen zu dem Konkurrenzbroker dann, das am Leben zu erhalten. Und das wird dann einfach dazu beigetragen haben, dass man das wahrscheinlich vernichtet hat, in Anführungsstrichen. Also, dass man das irgendwie hat abgeschaltet, abgeschafft, wie auch immer das geht, wie so ein Cleaning-Prozess funktioniert. Keine Ahnung. Also, mir tut es natürlich in der Seele weh, weil das hat im Grunde genommen sehr, sehr viel Arbeit gekostet. Das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Also da ist schon sicherlich dann so eine im Nachgang eine Sache, wo man sagt, das ja, das war jetzt schon doof, dass das dann weg ist. Aber ja, ist halt so. Das ist der Lauf der Dinge, sagen wir mal so. Das Leben geht weiter, Jens. Das Leben geht weiter. Genau. Bist jetzt bei JFT und also ich weiß gar nicht, in welcher Position du da bist, aber bei den Guidance bist du da ganz schön aktiv, ne? So. Ja, genau. Also JFT und ich, Ja, genau. wir arbeiten halt exklusiv zusammen. Also das heißt im Research-Bereich und so weiter und wie gesagt bei Guidance und dergleichen. Ich habe ja auch einen Managed Account, das ich über JFT halt abwickle und dergleichen. Und so, ja, so stellt sich die Kooperation da aktuell eben gerade dar. Also das ist auch, glaube ich, in beiderseitigem nicht Einverständnis, sagt man, sondern also man befruchtet sich gegenseitig. Gegenseitig. Ja, das hört sich irgendwie komisch an, aber ich denke, es ist verständlich, was ich damit meine. Ja, da hat JFT mit dir guten Trader mit am Start. Vor allem bist du ja auch so, merke ich gerade, der geborene Webinator wie die Chris. Also dir kann man auch gerne, also ich höre dir gerne zu, muss ich sagen, jetzt ohne zu schleimen. Ja, das freut mich. Ja, Das ist dem ja. Chris bisschen mehr, aber Ja. Ich bin hier kein Konkurrent oder so. Das liegt mir fern. nein, Quatsch. Ich habe übrigens jetzt hier, falls Ja. einige oder andere sich fragt, was wir jetzt hier auf dem Bildschirm haben, das ist einfach mal die US-Markteröffnung der S&P. Also das ist ein bisschen bunter der Chart. Das hat allerdings nur einen ganz einfachen Grund. Also die Linie, die ich hier eingezeichnet habe, die sind nicht so spektakulär. Die grünfarbene, also diese hier unten, das ist das Vortagestief. Die rotfarbene, das Vortageshoch. Die blaufarbene ist der Schlusskurs von gestern. Und jetzt hier die türkisfarbene ist der erste Tick von heute, 15:30 Uhr. Und diese zwei vertikalen Linien, beziehungsweise vier, die kennzeichnen die Handelsspanne von 15:30 Uhr bis 22 Uhr. Der Grund, warum ich das so einzeichne, ist ja der, weil der S&P ja 24 Stunden gehandelt wird. Und jetzt ist das anders als im Devisenbereich so. Also nee, Moment, nicht anders als im Devisenbereich. Da wird auch 24 Stunden gehandelt oder fast komplett 24 Stunden. Aber warum ich das halt so kennzeichne, hat auch damit zu tun, weil einfach da das Hauptvolumen fließt. Also es gibt ja verschiedene Handelsphasen in, also zum Beispiel Europa oder auch die nordamerikanische Session. Da gibt es stärkere und weniger starke Schwankungen. Und das ist halt im Falle des S&Ps auch etwas, wo ich sage, da möchte ich halt den Haupthandelsbereich abgedeckt sehen, wo ich einfach das Hauptvolumen auch sehe. Wobei man auch mittlerweile sagen muss, auch im S&P, wenn man sich die Volatilität so betrachtet und dergleichen, da sind wir weit von weg, starke Schwankungen zu sehen oder Riesenbewegungen. Das sieht jetzt zwar phänomenal aus, was der hier in der ersten 15-Minuten-Kerze da fabriziert, aber das Tief der Kerze bei 58, das Hoch, das sind jetzt aktuell bis hierhin 4 Punkte und das nach einer Viertelstunde Handel. Also das ist nicht so phänomenal groß, spektakulär, was wir da gerade sehen. Und ich bin mal, also so wie es aktuell ausschaut, glaube ich, wird die Volatilität nach dem, was in Nordkorea oder rund um Nordkorea zwischen den USA und Nordkorea da letzte Woche war, glaube ich, werden wir uns schwer tun, glaube ich, hier Riesenbewegungen zu sehen zu bekommen. Was natürlich auch den Handelsverlauf zum Beispiel für den DAX nahezu einfriert. Also da wird auch wahrscheinlich heute Nachmittag nicht mehr allzu viel passieren. Also bei den Devisen, ich habe mich auch so ein bisschen durchgeklickt, da passiert auch nicht wirklich viel, ja. Also da tue ich auch jetzt nirgendwo abfeuern, weil das ist dann nervig, wenn dann die Kurse nur so hin und her schwanken, 5 Pips nach oben, 5 Pips nach unten, Ja, ja. das heißt dann etwas anders, dass du früher oder später wahrscheinlich einfach Feierabend machen wirst, oder? Ich habe heute frei. Also Also ich meine jetzt,
Also von der Arbeit, Ja, ich meine vom also ich, Trading. Ich meine so. natürlich. Nee, ich bleib bei dir. Nee, so war es nicht. So war es nicht gemeint. Also das habe ich doch. Nein, ich meine, ob du dann jetzt dann Keine Sorge, ich lasse dich nicht allein. naja. Aber du kriegst das ja auch so hin. Ich muss übrigens an der Stelle jetzt fragen, wie lange ist denn Ja. das Event angesetzt? Weil das mit der US-Markteröffnung, die decken wir gleich auch nochmal kurz ab in einem Stream. Und das startet um 16:15 Uhr. Ich muss vorher aber noch ein bisschen was vorbereiten. Also, Ah, okay. Ich weiß nicht, also ich weiß nicht, wann der Chris wieder zurückkommt. Also alleine will ich hier nicht bleiben. nein, du, das kriegen wir hin. Also. Leute, tut mir das nicht an. Nee. Also da brauchst du dir keine Sorgen machen. Das ist, Okay, das, gut. da bin ich auf jeden Fall da. Also ich sehe ihn auf jeden Fall hier bei Skype. Warte mal, ich schreibe ihn doch einfach mal an. Ja, ich frage ihn doch mal. Ja, der soll mal wieder zurückkommen. Meeting ist vorbei. Liebe Grüße von dem Martha. Na. So, warte mal, jetzt noch einen lustigen Smiley dahinter. Machen, genau, das ist ja heutzutage so. Ihn. So, dann schauen wir mal. Ja, also was wir, wie gesagt, also was wir sehen, ich könnte jetzt natürlich auch den Market Open hier. Dann mach du das mal mit deinen Tools, weil bei mir, wie gesagt, wenn ich was sehe, dann werde ich abfeuern. Aber für mich ist im Moment Ruhe angesagt. Passiert nichts. Und wenn was passieren sollte, sehe ich das Momentum und feuere ich ab und dann sage ich Bescheid, ja? Du bist ja der erfahrene Webinator. Ich kann nicht so aus dem Ja, das hört sich so an. Nähkästchen plaudern wie ihr. Das ist mein zweites Mal. So, warte mal. Also so wie sich das aktuell hier abzeichnet, sagt Chris, das wird wahrscheinlich nichts, also mit ihm, ja. Also wie gesagt, das Problem, was wir also jetzt haben, ist natürlich, weil was willst du groß machen? Also du kannst es halt auch nicht Nee, übers Ziel brechen, ne? Also man kann keine Wolle erzwingen, oder kannst du mal jetzt gerade 2 Billionen irgendwo Dollar kaufen und den Markt bewegen? Ich kann es mir noch nicht leisten. Ja, das ist eigentlich auch immer die Idee. Warte mal kurz, ich habe so ein rotes Telefon. Ich rufe da mal kurz einen Freund von mir an. Ja? Ja, Hi, George. Ja, George, das ist Jens. Ja, please sell Ja. US-Dollar. Wie viel Yeah. brauchst du? Wie viel sollen wir verkaufen? Also 1000 Kontrakte. 1000 Kontrakte? Also 1000 Lots, dann weiß ich, wo ich direkt einsteigen kann. Okay, 1000 Lots, George, 1000 Lots, please. 100.000 Lots, yes, 100.000 Lots. Ja, das ist leider beim Live-Trading. Heute Vormittag war deutlich mehr los, auch nur kurzfristig. Und habe ich ja was abgesetzt. Das ist ja auch für mich, für meine Verhältnisse gut gelaufen, würde ich sagen. Also der Tag war für mich erfolgreich. Ich habe es nicht mit Minus abgeschlossen. Und jetzt nochmal was zu machen, bringt nichts. Das habe ich auch gelernt, weil wenn ich morgens Gewinne generiere, dann werde ich gierig und dann will ich mehr. Und dann gebe ich das meiste dann nachmittags ab. Ne? Dann denke ich mir, oh, da geht noch was. Und ja, deswegen mache ich jetzt gar nicht, auch nicht zum Vorführung, wie man es nicht machen sollte. Aber ich glaube, das Ja. ist ja auch eine interessante Erkenntnis, die man wahrscheinlich so mit der Zeit erstmal sich erarbeiten muss und wo man Ja. dann auch die richtigen Schlüsse draus ziehen kann, ne? Ja, natürlich, ja. Und deswegen möchte ich mein Geld jetzt meistens dann nicht abgeben. Ja. Und mittlerweile bin ich sowieso nachmittags nicht mehr und daher ist ja auch gut so. So, Jens. Ja. Dann. Also, Du hast um 16:15 Uhr dein Meeting? ja, wie gesagt, zum US-Markt Open, aber ich schau mal ganz kurz, habe ich hier noch einen Tab offen? Ja, hier, da ist er.
Aber ich kann jetzt schon, im Grunde genommen kann ich eigentlich schon vorwegnehmen, das wird echt eine triste Vorstellung. Ich habe es auch so ein bisschen die Befürchtung, wenn ich ganz ehrlich bin, dass das bis nächste Woche Freitag sich so zieht, weil der Wirtschaftsdatenkalender, der dünnt natürlich extrem aus. Also hier mal ein Blick auf Bloomberg. Wir können erstmal ganz kurz auf den Wirtschaftsdatenkalender hier schauen. Das ist zwar ein englischsprachiger, aber der aktu also der für die kommende Woche, der wird nur erstmal nur hier verfügbar sein. So, Economic Calendar. So, und dann schauen wir mal hier zum Beispiel. Das ist Montag. Da passiert nichts. Hier passiert nichts. Hier passiert nichts. Jobless Claims. Also das sind natürlich primär US-Daten, die hier veröffentlicht werden. Aber vor dem Hintergrund dessen, dass seitens der EZB da nicht wirklich was kommuniziert wird, respektive auch die Daten aus Europa sich volatilitätstechnisch sehr in Grenzen halten, sieht man dann, also bis Mittwoch wird hier gar nichts passieren. Und dann sehen wir eben Jackson Hole Economic Policy Symposium. Und das ist eben genau das. Das läuft dann eben von Donnerstag, Freitag, Samstag. Ich hatte gerade Freitag, Samstag, Sonntag gesagt. Also Sonntag haben es die Herrschaften dann wahrscheinlich mal freigenommen. Jackson Hole ist auch eine sehr, sehr schöne Location. Da kann man ja auch sicherlich dann mal so 2, 3 Stunden durch die Berge wandern. Ja, und also bis dahin wird wahrscheinlich devisentechnisch nicht besonders viel laufen oder auch generell. Also ich glaube, wir sollten auch keine so große Hoffnung für die Equity-Märkte tatsächlich haben. Und dann passt das relativ gut in das Bild rein, was man eben hier auch derzeit für den VIX sich anschauen kann. Also Volatilitätsindex auf den S&P 500. Wir haben in dieser Konstellation sicherlich heute wieder einen leicht anziehenden VIX, der sich zurück über das 12er Level da hangelt. Aber wenn wir uns das mal auf Jahressicht anschauen, dann ist dann doch der Verlauf sehr ähnlich zu dem, den wir hier schon mal im Mai hatten. Das hatte ich heute früher auch im Morning Meeting gesagt, dieser kurze Spike im VIX. Also nur, dass man das mal einschätzen kann. Wenn wir uns das Zeitintervall von 1990 bis jetzt 2017 anschauen, dann ist dieser Anstieg hier im Mai der siebtstärkste Anstieg im Volatilitätsindex gewesen im VIX, in diesem Zeitintervall. Und der Anstieg in der Vola letzte Woche, dank Nordkorea, das war der achtstärkste. Also das heißt, beide Male, das waren sehr, sehr ähnliche Verläufe. Es gab einfach mal kurzzeitig richtig, richtig Bewegung. Also nicht nur den Equity-Märkten, sondern beispielsweise auch in japanischen Yen und dergleichen. Ja, also das kann man hier, glaube ich, relativ gut erkennen, wo sich da letzte Woche am 10.8. das entsprechend dargestellt hat. Ja, nur ist es ja eben auch entsprechend so, dass es eben so ein Sturm im Wasserglas. So, und der kommt und der geht dann auch relativ zügig eben entsprechend wieder. Und vor diesem Hintergrund, glaube ich, geht dieser Volatilitätskollaps tendenziell eher weiter. Also das heißt vielleicht nicht so dramatisch wie dann im Mai, wo es dann dieses Impeachment-Gerücht gab, also die Amtsenthebungsgerüchte rund um Donald Trump und dann in der Konstellation, wo wir dann auch ja, Sorgen hatten, dass vielleicht der Trump-Trade nicht mehr läuft oder wie auch immer man das dann medial aufbereitet hat. Trump-Trade. Ja, das ist aber ganz interessant. Der Trump-Trade, Okay. den gab es wirklich. Ja. Also den darf man nicht Echt? unterschätzen. Das war hier. Zeig mal. Das war, schau mal, also ich meine, das ist kein Zufall. Also 9.11. hier, da ist Dollar Ja, gekommen. stimmt. Der hat ja die Märkte erstmal ein bisschen nach oben getrieben, gell? Und ich Ja. meine, die Idee dahinter, die war ja dann im Nachgang, Ja. war ja durchaus interessant, weil Dollar, also ich meine, das zieht sich jetzt eigentlich auch ins neue Jahr. Was wir damals halt gesehen haben, war ja, dass die Märkte erstmal darauf spekuliert haben, Make America Great Again, okay, fiskalpolitische Stimuli, also das heißt Staatsausgaben hochfahren, Steuerausgaben senken und. Und infolgedessen gab es ja dann diese Sorge, dass theoretisch es zu einem sehr starken Anziehen auch der Inflation kommt, was ja dann die Fed zwingen könnte, zügig an der Zinsschraube zu drehen. Das Problem war jetzt nur, dass der US-Dollar infolgedessen so stark angezogen ist, dass er ja auf, ich glaube, die höchsten Stände seit 2003 gestiegen ist oder so. Also das war ja hier diese komplette Aufwärtsbewegung. So, und das musste man jetzt wieder revidieren und seitdem bewegt sich ja der Dollar in einem sehr, sehr schönen, sehr langgezogenen Abwärtstrend. Und Weißt du, was meine Mutter ge gemacht hat? Die hat genau bei diesem Hoch Euro in Dollars umgetauscht. ja, was soll ich dazu Mich sagen? vor. Ja, die hat. Ich Kann habe man deine gesagt, Mutter Mutter, wieso? buchen? Also als Coach, kann man die als Coach buchen? Ja. Ich frage sie mal. Hat sie gesagt, Kind, wo könnte ich jetzt Gold kaufen? Und ich habe gesagt, Mama, lass das mal die Finger von ganz, lass die Euronen. Und da hat sie tatsächlich Euro in Dollars umgetauscht. Ich glaube, es waren so um die 10.000 Euro. Ja, und dann hat sie gesagt, das
das war ein Zloty, ich komme aus Polen. Die hat ja ihre Kohle in Polen gepackt irgendwie. Und das war ein Zloty in Dollar umgetauscht und da hat sie sowas von dran schon mal verloren. Ja, das Geld hat sie unterm Kopfkissen zu Hause. Ja, Entschuldigung, Ja. das war nur so eine Anekdote dazu. Ich will an der Stelle aber auch sagen, das kommt mir bekannt vor. Also mein Vater, der hat auch mal so ein Ding gebracht, das war dann Gold. Also ich wusste, das ist schon ein paar Jahre her, aber da ist ja überall es runter. Oh, so weit komme ich gar nicht in der Historie zurück, sehe ich gerade. Okay. Auf jeden Fall haben wir um 1800 Dollar pro Feinunze getradet. Und dann kam mein Papa zu mir und sagte, wie sieht's denn aus hier, Junge, Gold und so, überall kann man über Gold hören. Ich sag, du, lass das mal, das ist ein bisschen heiß gelaufen. Ja, und irgendwann kam er da ganz stolz wie Bolle an und präsentierte mir so einen kleinen Goldbarren und sagte, guck mal hier. Da sag ich, super Sache, ne? Ich bin da mal short. So. Und ich meine, den Kursverlauf von Gold, den kann man sich seitdem ja so wunderbar anschauen. Seitdem sind wir zeitweise fast unter 1000 gefallen. Er hatte dann auch noch die großartige Idee, meiner Mutter damals zum Hochzeitstag auch so einen kleinen Goldbarren zu schenken. Und dann dachte ich mir so, aber die Ehe, die hat so lange gehalten, ne, dass da wird jetzt der Goldpreisverfall, der wird da jetzt auch nichts dran ändern. Also ja, und so ist es tatsächlich. Aber das ist wunderbar. Also das mit den Kontraindikatoren von Leuten, die finanztechnisch nicht, ich sag mal, nicht so affin sind oder sich da nicht mit so beschäftigen, ist schon, ich finde es faszinierend. Also Sentimentindikatoren Eltern. Also wenn die anfangen, irgendwie Interesse an Finanzmärkten zu zeigen oder dergleichen, Aktien zu kaufen oder Gold oder Dollar zum Beispiel. Ich glaube, dann hat man einen guten Moment erwischt, wo man sagt, weißt du, ich hätte dich mal. Ja, weißt du, ich habe mir auch gedacht, wieso hat sie mich nicht gefragt? Ja, also ich hätte ihr auch gesagt, also Mutter, da auf keinen Fall. Guck mal, wie der Chart aussieht. Also der ist so schon heiß gelaufen, da steigt man nicht mehr ein. Ja, aber okay, ist ja nur Geld. Ich habe final noch eine Frage, fällt mir gerade auf. Jetzt, und zwar nicht ich habe die Frage, sondern Tahir hat die Frage, und zwar, wie machst du das auf dem MT4 mit den verschiedenen Bildschirmen, dass du die dort verteilst, dass das alles nur auf einen Bildschirm passt? Nee, ich habe ja 5 Bildschirme. Also bei mir passt das nicht auf einen Bildschirm. Ich habe mehrere MT4s bei mir installiert und ich habe eine Grafikkarte mit 4 Ausgängen und auf jedem Bildschirm habe ich was laufen und ein Bildschirm läuft über einen Laptop. Obwohl, warte, ich geb dir noch mal kurz den Bildschirm. Ich glaube, ich weiß die Ja. Frage, wie das gemeint ist. Also ich glaube, es geht da weniger um die um die Monitore, sondern um die vier, so wie du sie dargestellt hast, weißt du? Da, so. Ich glaube, das ist die Frage, Hier? richtig? Also wie Was das? da? Ja. Also wie das? Ja, hier gibt es so einen Button, wo man das jetzt. Meint sie das? Ja, ich vermute schon. Ich frage jetzt mal. Echt? Beantwortet das die Frage? Das ist oben neben dem Plus, Minus. Hier Und oben dann. gibt es jetzt so ein Quadrat, wo man das immer schön verstellen kann. Ja. Beantwortet das die Frage? Nein, vier. Ach so, das sind vier Monitore. Ach so, Ich ja. habe 5 Monitore. Ich habe 5 Monitore und wie gesagt, ich habe verschiedene MT4s laufen. Habe ich heute früh auch erzählt, aber ich erzähle es gerne nochmal. Auf 2 Monitoren Währungsstärke-Indikatoren laufen. Den einen teste ich jetzt nochmal. Dann mache ich morgens meine Beschau, meinen Währungspaaren, die ich gerne handeln möchte. Und dann habe ich das auf den 2 Monitoren immer im Blick. Ja, und wenn ich merke, da könnte sich was tun, dann feuere ich ab. Ja, so sieht's aus. Okay, also jetzt noch die Frage von Günther. Pro Monitor dann ein MT4 offen, weil ja auch unten ganz offensichtlich Ja, ich mehrere. habe pro Monitor einen MT4 offen. Ja, das, ich kann es ja hier wieder mit meinen Währungsstärken, das sehe ich hier, ist von einem Monitor. Das habe ich jetzt auf einem Monitor laufen, hier der Nitro und dann hier ist Momentum, Yen drückt gerade. Das kann man ja auch hier sehr schön sehen. Zum Beispiel, Katjen kackt gerade ab. Oh, Entschuldigung, ich darf ja keine bösen Ausdrücke benutzen, hat der Chris gesagt. ja, hier habe ich meinen anderen Währungsstärke-Indikator, den ich jetzt teste, den ich mir jetzt vor 10 Tagen geholt habe mit den FIBO-Levels. Ja. Und jetzt Ich kommt die ziehe das nächste halt, Frage, wie machen Sie das? Also Faszination wie wirkt ich auch. das mache. Also ich glaube, dass mit dem Pro Monitor einen MT4 aufmachen, ist, glaube ich, die Frage.
Ja, das läuft ja über die Software, über meinen PC. Wie machen Sie das? Das verstehe ich die Frage nicht. Sorry, Leute. Entschuldigung, wie ich das mache. Also ich habe einen PC, da ist eine Grafikkarte mit 4 Ausgängen und da habe ich 4 Monitore angeschlossen und pro Monitor läuft ein MT4. Und die habe ich immer alle im Blick und die ist so konfiguriert, dass ich zwischen Monitor und meine Maus hin und her schieben kann. Ja, okay, Geht das? ich habe jetzt hat's auch bei mir gerade Klick gemacht. Viermal den Was ist bei MT. dir? Genau, also die Frage, okay, jetzt, okay, also ich habe mich jetzt auch gerade, dachte ich mir, also viermal dann, genau, den MT4 runterladen, genau, viermal entsprechend, Ja, ja. hey, du, ja, genau. Du kannst, ach so, ich habe auch danach erstmal mal gesucht, wie ich 4 Monitore mit MT4 verbinden kann. Es kommt ein bisschen voller rein, aber ich sehe immer noch nichts. Wie ich damit verbinden kann, es gibt ja bestimmte Tools, kostenpflichtige, was man für irgendwie 70 Euro zahlen muss, habe ich einen gehabt, wo ich die Charts aus den MT4s quasi rausschneiden konnte und mir auf den Monitor packen konnte. Jetzt weiß ich gar nicht, wie ich es erklären soll. Aber ich glaube, die Jetzt. Frage, ich glaube, es ist beantwortet. Also ich glaube, Ja. da hat gerade jemand Man muss es A in verschiedene, geschrieben. ja, jetzt weiß ich, man muss es in verschiedene Verzeichnisse auch runterladen. Ich habe mir dann MT4 runtergeladen und habe dann geschrieben Major Pairs, ja. Und zweite MT4, zum zweiten MT4 habe ich mir ein anderes Verzeichnis runtergeladen. Das habe ich dann aus dem Forum irgendwo entdeckt, wie man das so steuern kann. Ja. Okay, ich glaube, die Frage ist Jetzt, beantwortet. jetzt. Genau, Ja, Verzeichnis ändern, okay, cool. jetzt kam so ein Klick. Ja, Cool. und guck mal hier. Also jetzt tut sich was. Also jetzt ist 16 Uhr. Das ist ja auch so oft, dass halbe Stunde nach dem Opening in US-Session nichts passiert und ab 16 Uhr geht's dann ab. Ja, und ich werde jetzt mal Gold long gehen, also habe jetzt abgefeuert, gib mal einen Schirm rüber, Jens, du musst ja auch gleich weg, gell? Du hast den Schirm, also du bist noch online. Ja, da, jetzt muss man hier, ich mache das ja alles manuell. Ich habe noch ein Tool für mich nicht entdeckt, der Chris sagt immer noch, wir sind noch in der Asia-Range, aber ich merke, die Kurse versuchen nach oben auszubrechen. Hat sich ja die ganze Zeit nichts getan. Oh je, Scheiß, Entschuldigung. Das war jetzt zu knapp, aber es ist nichts passiert. Noch, ich gehe noch mal rein. Muss ich einfach mal. Ich bin zu aufgeregt deswegen, weil jetzt nicht was tut. Mach mal jetzt hier. Hast du mal in Betracht gezogen, mit dem Mini-Terminal das zu machen? Habe ich vorhin mit dem Chris drüber gesprochen. Ich setze erstmal meinen Stopp plus, das ist das Wichtigste. Ja, aber ich habe dadurch, dass mein Template so überladen ist, Ah, ja, hängt ich sich der verstehe. MT4 auf, weißt du, und dann, ja, so. Setzen wir mal hier. Und da sieht man schon, wie der Goldpreis nach oben ausbrechen möchte. Mach mal jetzt hier mal eine 9 rein. Und da haben wir auch eine weiße Candle, MACD Candle, zeigt auch nochmal ein positives Momentum auf. Auf sowas warte ich im Daytrading, ja. Also ich denke mir, vor Wochen hoch habe ich mir jetzt meinen TP gesetzt, da wir die Range eigentlich abgearbeitet. Schauen wir mal, was jetzt passiert. Also wir haben darüber gesprochen, dass der Goldpreis sich in diesen am Vortages hoch und oben versucht hat zu stabilisieren, ging es hoch und runter, mal gucken, ob jetzt das Kapital reicht, die Goldpreise nach oben zu treiben. Was ich jetzt auch hier sehe, Moment mal, so, ist das auch, dass der US-Dollar total nachgegeben hat, ja. Und schwacher US-Dollar bedeutet meistens auch steigende Rohstoffmärkte. Schauen wir mal. Ah, kommt zurück. Aber da haben wir meinen Stop-Loss und trotzdem haben wir hier ein gutes Chancen-Risiko-Verhältnis.
Ja, haben wir hier $6 und Stop-Loss haben wir von $2,50. Ja. Puh, ich war jetzt ein bisschen nervös. Und So. den Trade, den Stop ziehst du jetzt dann, wenn du den Trade anlaufen siehst, den ziehst du dann nach oder ist das Make or Break? Also Also das wenn ich also ich ziehe dann eigentlich unter Vortages unter Open und Vortageshoch, was ich auf keinen Fall sehen möchte, dass der wieder nach unten kommt und hier nach unten durchknallt. Ja, also dann wäre das für mich ein bearishes Signal. Und nach einem plus einem tue ich mal einen kleinen Teilverkauf betätigen und ziehe meinen Stopp nach. Ja. Ja. Ich war schon vorhin am Überlegen, Gold Long zu gehen. Mal schauen. Ja. Ob das noch funktionieren wird. Im Euro-Neuseeland-Dollar war ich mir heute Vormittag auch ein bisschen unsicher, aber der Chris hat gesagt, ach, Martha, sieht doch gut aus, alles. Und es kam natürlich. Eigentlich dachte, dass der Luni sich besser entwickelt. Ja. Und nach dem gestrigen, nach der gestrigen Bewegung, ja, und könnte weiter mit dem Goldpreis nach oben gehen. Da haben wir ja auch wieder diese Widerstandszone, von dem wir heute mit dem Chris gesprochen haben, hier im Bereich von 1294, ja, wo man sieht, dass der Goldpreis schon dreimal abgefallen ist. Ups, ich ist im anderen MT4 gelandet, zack. Ja. Da ist ja auch mein Take-Profit ungefähr. Ja, schau mal. Ja, und man muss halt beim Daytrading Devisen, muss man wirklich schnell reagieren. Also wenn ich sehe, wie hier, ja, dass der Yen total, also mit der Stärke zunimmt. Ja, hier hatten wir auch Vortageshoch, hier Kurs nach oben nicht geschafft, hier durch Open Price durchgebrochen, durch ein PP und dann manchmal feuere ich ab und nehme schon mal paar Pips mit. Gestern war es, zeige ich dir mal, Jens, im Euro, US-Dollar war es so ein geile Bewegung sind. Da ist der Chris hat auch im Stream gepostet. Moment, wo ist er denn? Da. Ich bin auch in Euro US-Dollar Short reingerutscht. Das war, da haben wir, sehen wir Ausbruch nach unten, die Aussiehrange verlassen, dann nach oben und dann haben wir gesehen in unseren Währungsstärke-Indikatoren, dass der Euro sowas von nachgibt und ich bin hier in Trade reingerutscht und hier war mein TP ja, am Vorwochentief und da bin ich aus dem Trade ausgestiegen. Ich hatte hier, glaube ich, irgendwo meinen Stop-Loss da und da bin ich rein und habe einen TV von 5 zu 1 bekommen eigentlich. Ja, hatte ich 10 oder 12 Pips Stop-Loss und 50 Pips mitgenommen und bei so einem Moment. Das ist manchmal wirklich in Devisenhandel. Das geht so rasant, was auch bei DAX, ne? Ich meine, der DAX kann ja auch in innerhalb einer Minute irgendwie 50, 70 Punkte machen, oder? Aber bei Auch Devisen mehr. durch Also ich habe schon, ich habe aber schon. ja. Also ich habe schon Märkte Ja. gesehen, rund um die EZB, da gab es mal innerhalb von, ich weiß nicht, 2 Sekunden oder so, ein 250-Punkte-Spike. Das war, ja, keiner weiß genau bis heute, was das war. Das Interessante war, dass diese Trades dann nicht irgendwie rückabgewickelt wurden, weil es wurde gesagt, das war ein fairer Preis. Und da, wenn sich da jemand so ein Abfischlimit irgendwie 250 Punkte tiefer notiert hat und der Markt ist dann innerhalb von 2 Sekunden wieder auf das Ursprungsniveau hochgelaufen, weil dort einfach die faire Bewertung des Marktes lag. Das, ja, kann schon passieren, aber du musst schon sehr schnell sein, glaube ich. Also Ja, also bei mir war es eigentlich gestern Euro-US-Dollar ein Zufall. Ich hatte gerade einen Chart offen und habe gesehen, dass der Euro sowas von mit der Stärke nachlässt. Und da habe ich einfach abgefeuert, ohne mir groß Gedanken zu machen. Weil ich wusste, dass das geht bestimmt noch 10,
mindestens 10, 20, 30 Pips runter. Und da habe ich in der Zeit so schnell meinen Trade abgesichert. Naja, bei Gold war es nicht das beste Beispiel, weil ich ein bisschen nervös war. Aber da bin ich schon schnell im Plus. Ja. Und jetzt kommt auch wie die Wolle zurück. Und auch hier hat man British Pfund, Schweizer Franken, was wir gesagt haben. Wir haben hier ein negatives Momentum und jetzt kommt es ja auch. Ja. Sieht so ein Also bisschen nach ich. Risk-off aus, ne? Also Franken fest, Gold fest. Das könnte ja vielleicht doch noch ein bisschen was werden heute mit der Vola. Vielleicht habe ich da ja Ja, gerade ich mal. glaube, ja, ich sag ja, ich habe, guck mal, jetzt Gold, da haben wir es, haben wir jetzt auch ein weißer Candle, ja, und ich glaube, das wird jetzt ab 16 Uhr geht's oft los, ja, also 14:30 Uhr, 14:35 Uhr gibt es oft schöne Volatilität und dann, wenn um 15:30 Uhr nicht losgeht, bei Devisen um 16 Uhr oft. Also das ist ja, was ich jetzt bis jetzt beobachtet habe, ja. Ja. Oh, guck mal hier, der australische Dollar, Schweizer Franken. Ja, das kann man jetzt auch hier schon in meinen neuen Indikatoren sehen. Ja, wie hier der Schweizer Franke aufwertet und der australische Dollar einfach Schwäche aufzeigt. Und wenn das noch mit dem Rainbow stimmt, also hier sind wir eigentlich im positiven, was heißt eigentlich, sind wir im positiven Rainbow, dann versuche ich keine Shorts. So, ja, gestern Euro-US-Dollar war auch ein negativer Rainbow, deswegen habe ich auch abgefeuert. Aber hier ist ja auch gleich die Range abgearbeitet und da mache ich auch nichts mehr. Gold zieht ja weiter nach oben. Jo. Es wäre schön, wenn der hier den Widerstand rausnimmt. Das ist H4-Widerstand, wo die Kurse nochmal zurückkommen. Aber jetzt sieht es so danach aus, dass es wirklich durchbricht. Jo. So, jetzt wird's eng für mich. Jetzt habe ich noch 2 Minuten. Okay. Ja, Jens, dann würde ich mal sagen, tschüss. Ich werde mal beim Chris im Chat posten, wie mein Goldtrade ausgegangen ist. Okay, ich werde es auf jeden Fall verfolgen. Ich bin mal gespannt, aber aktuell sieht es ja ganz Ja, gut aus für mich. ob du noch nach oben durchknallt oder ob nicht. Ja, war nett mit dir. Ja, Bis Dito, zum nächsten Mal, würde ich mal sagen, es ey. hat Spaß gemacht. Ich glaube, wir haben uns ganz gut ergänzt. Also, ich gucke mal jetzt ganz kurz in die Ja. Feedbacks-Box. Feedbacks-Box. Ja. Doch, scheint Ich hoffe, Leute, es aufgegeben. hat euch ein bisschen gefallen und ihr was mitnehmen konntet, auch wenn uns teilweise die Wolle einen Stich gelassen hat. Ja, bleibt dabei, nicht aufgeben und dann klappt das schon. Yeah. Jens, mach's gut. Schnell Grüße an den Jens. An den Chris. Das mache ich. Ciao. Sehr gut. Okay, Martha. Gut, ich Ciao. bedanke mich auch für alle, die dabei waren und ja, bis zum nächsten Mal. Happy Trading, pass auf dich Boah, selbst Gold auf. zieht richtig durch, Jens. Also, es knallt gleich, ich sag's dir. Ciao. Ja, tschüss.